Was passiert hier, Nico? Wir spielen in Crossroads Innrhein und wir sind ganz frisch von der Spielemesse wieder da. Wir und das heißt natürlich Crossroads wie jedes Jahr, du bist krank. Ja. Ich bin nicht richtig krank, aber fertig. Und du hast keine Stimme mehr, weil du nonstop mit irgendwem gesprochen hast oder in irgendeinem Livestream warst. Und deswegen versuche ich jetzt... Jetzt können auch gleich alle abschalten, die sich auf Mai gefreut haben. Ein bisschen was versuche ich mehr zu sagen als du und kommentieren, was du tust, obwohl du das Spiel natürlich besser kennst. Ja, ich werde spielen und dann kann ich mich auf das Spielen konzentrieren. Es ist jetzt nicht so, als wäre dieses Spiel sehr kompliziert, aber zumindest als ich es zuletzt gespielt habe, war das Tutorial eher so... Naja, also es war da manchmal. Also das Grundprinzip... Sorry. Ja, Mai ist total gesund. Das Grundprinzip ist einfach, aber ich finde nicht, dass es jetzt wahnsinnig intuitiv ist und es hat auch eine höhere Spieltiefe, glaube ich, als man vielleicht vermuten möchte. Ja. Aber ich erkläre doch mal am Anfang, was es überhaupt ist. Es ist ein Rollenspiel-Tavernen-Simulator. Man spielt den Wirt einer typischen Taverne, dem Ort, wo fast alle Abenteuer in D&D, DSA und Co. beginnen. Und spricht mit Helden, gibt den Helden Questen, heuert sie an, um zum Beispiel... Alkohol zu besorgen, der einem durch ein, so eine Art Embargo, einen fiesen Adligen vorenthalten wird. Aber das ist jetzt erst nur der Einstieg des Spiels. Wie weit hast du es denn gespielt? Eine Stunde oder sowas, ne? Ja, wir können ja mal schauen. Ah, nein, das ist auf deinem Rechner. Wir fangen also von vorne an. Wir fangen von vorne an. Ja. Campaign, Sandbox, Szenario. Bisher haben wir nur Campaign gespielt, ne? Ja. Oh, ich möchte, dass wir die Kampagne spielen. Es lässt sich, Moment, es lässt sich gar nicht, die... Doch, ich glaube, ich hätte das machen können, aber es hat mir empfohlen. The continent where three rival kingdoms are fighting. Du hast ja noch gar nicht gesehen, ne? Wie ist denn die Lautstärke, lieber Chat? For many centuries, one has always had the upper hand. Yorvale. With its prospering cities, it has the economic strength to challenge the trade power of southern Sambria. And with its city's high walls, it can withstand the military might of Untermarch. Das ist ein sehr komplexer politischer Hintergrund. But the golden age of Yorvale isn't als ich gespielt habe, war es auch ziemlich oft. Also die Bild-Tonschere war extrem. Ich mag aber auch Wahlen gegeben haben. Wir waren zu leise, oder? Ja, ich mache uns lauter und das Spiel leiser. Schon hat gesagt, wir sind ein bisschen leiser. Okay. Is whispering about foul play. Das war eine ziemliche Bildtonschere zwischen dem, was erzählt wurde und dem, was gezeigt wurde. Das mag aber auch daran liegen, dass das eine unfertige Version war und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, auch immer noch ist. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen vor der Spielemesse gespielt. Du hast während der Spielemesse drin reingespielt. Man merkt, dass sie noch sehr viel daran arbeiten. Das hat gerade immer mal gepatcht. Ist ja normal. Das Ganze war ein Crowdfunding. Und richtet es sich natürlich an Rollenspielfans, die mal eine andere Perspektive wollen und die Simulationen mögen. Ich gehöre da eigentlich nicht dazu. Aber du magst solche Aufbauspiele, richtig? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Es wird gerade gesagt, ich bin relativ leise, das liegt auch an der Ausrichtung des Mikrofons, aber ich habe es absichtlich mehr zum Mikro gedreht. Wobei ich glaube, ich etwas sowieso besser zu verstehen bin, meinst du? Ja, du hast sowas wie Bass in der... Obwohl, für mich fühlt es sich gerade an. In meinem Schädel alles vollgestopft ist, dass meine Stimme bassiger ist als sonst. Meine Güte, wir lernen eine Menge Leute kennen. Ja, ist auch alles jetzt, sage ich mal, nicht relevant für das, was wir gleich im Spiel sehen. Okay, wir sind immer noch zu leise. Ich mache das Spiel noch leiser. Tschüss, Spiel. So. Meanwhile, in a village at the edge of the kingdom, where the trade routes cross, a young man prepares to take on the mantle of a local barkeep. Knowing nothing. Jetzt sind wir immer noch leise, weil wir nichts sagen. So. Vielen Dank für alle, die ihr Abo erweitern. Danke Tia, danke Roach. Ist es nicht schön, dass das Leute sind, die wir gerade die letzten Tage gesehen haben, ja, entweder auf Labs oder auf Spielemessen? So. Es hat mich sehr gefreut, Zeit mit euch zu verbringen, auch wenn es zu wenig war. So, jetzt geht's los. Offenbar ist das Ziel des Spiels, dass wir König werden und nicht nur... Ja, aber wir fangen mit einer Kneipe an. Ja. Ich bin gespannt. Mit einer richtig, richtig erbärmlichen Kneipe. Also die Zeit, die ich gespielt habe, war ja immer nur, auch weiterhin nur Kneipe. Und ich habe nicht wirklich jetzt dramatische Dinge getan. Du bist übrigens gerade gar nicht angemeldet auf Twitch, sehe ich auf deinem Rechner.
Du sollst dich gefälligst registrieren und die Vorteile von Orkenspalter TV in vollen Zügen genießen, sagt mir die Seite da. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was sind denn die Orkenspalter-Vorteile? Ich weiß nicht, hast du dein Abo verlängert eigentlich? Das ist eine gute Frage. Nee, es ist gerade ausgelaufen. Danke, Mai, dass du uns dein Abo schenkst. Aber schade, dass... Guck mal, nach dem Intro bekommen wir ein Intro. Ja, und es ist eine... Naja, es ist inzwischen ja salonfähig, einfach nur irgendwelche Schwarz-Weiß-Skizzen anzubieten. Ich will jetzt aber auch dem Künstler nicht zu nahe treten, wenn er das gemacht hat, aber das ist schon... Ja, das hat schon, das kennt man aus Fan-Rollenspielen, ne? Also Selbstverlag-Rollenspiele haben diese, aber es bewegt sich dreidimensional, wenn du hin und her bewegst die Maus, siehst du das? Da hat jemand drei Ebenen mit dem Rahmen. Uiuiui. Hat jemand keine Kosten und Mühen gescheut? Weißt du gar nicht. Ich glaube, du kannst das wegklicken. Ja. Yeah. Bitte klick das weg. Stimmt, es geht auch nicht von alleine weiter. Endlich lernen wir unseren Protagonisten kennen. Es ist der Typ rechts im Bild, der diese absurd große Kiste schleppt. Ein bisschen schlecht. Du kannst das wegklicken. Okay, kannst du nicht. Es lädt. So, jetzt beginnt das Spiel. Und das ist unser Onkel, der uns jetzt erklärt, Martin, man merkt an seinem Y, dass er in einer Fantasy-Welt lebt. Es ist nicht einfach nur Martin, es ist nicht Martin, es ist Martin. Ich kenne einen Martin vom Lab. Mhm. So. Okay. Du hast jetzt 5000 Gulden bekommen, um die Taverne ein bisschen aufzubauen, damit ja eine Hochzeit stattfinden kann und sollst jetzt erstmal damit anfangen, sie zu erweitern. Du kannst, genau das habe ich auch getan, du kannst die Wand hier, es lohnt sich fast gar nicht, ne? Für die paar Quadratmeter reißt du deine Wand ein und baust eine neue hin. Ein bisschen albern. Würde niemand so machen. Ja, vor allen Dingen, ich muss jetzt erstmal wieder drauf kommen, wie. Eigentlich genauso. Oder was hast du gemacht? Du bist eigentlich richtig. Floß. Ah, okay, das ist eine. Das war in meiner Version noch nicht jetzt. Okay. Ich musste erstmal in. So. Jetzt hast du schon mal 2000 Gulden rausgeschmissen, um. Was? 16 Quadratmeter? Ja. Zu bauen. Beziehungsweise es ist noch nicht gebaut, ich habe es in Auftrag gegeben. Ja, es ist gebaut. Und hast zwischendurch immer diese Dialoge mit deinem Onkel oder deinen Kunden oder Leuten, die du beauftragst, irgendwas zu machen. So, jetzt stellen wir ein paar Tische rein. Du hast doch rausgefunden, wenn man die Tische dreht und sowas, ne? Das hast Das ist für die Tische erstmal noch gar nicht so wichtig. Das Tutorial sagt einem das natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach, wenn einem das Tutorial sagen würde, wie man das Spiel bedient. So, jetzt soll ich Bänke aufstellen. Und da ist wichtig, wie sie ausgerichtet sind. Sie einfach nur für die andere Seite zu stellen, das hilft den Leuten nicht. Dann können sie nicht sitzen. Die sind zwar absolut symmetrisch. Ja, das habe ich auch gemerkt. Die setzen sich immer nur an eine der Bänke und die andere nicht, weil die falsch rum dasteht. Genau, weil man sie drehen muss. Wie soll man denn darauf kommen? Wie bist du darauf gekommen? Ich habe gemerkt, dass die Leute sich nicht hinsetzen. Habe ich gesehen, dass sie eine Ausrichtung hat, weil ich was anderes gebaut habe. Ach klar, weil sie diesen Pfeil hat. Ne? Der Pfeil sagt, diese Seite ist die zum Tisch zeigen muss. Darauf muss man, weißt wie gesagt, du, was da geholfen hätte? Eine Lehne. Ja. Gab's aber nicht. So. Ich habe es auch nicht geschafft, das Messageboard richtig rum hinzustellen. Deswegen hat niemand meine Mission gelesen. Und niemand hat mir geholfen, den Wein zu besorgen, den wir gleich besorgen müssen. Und dann habe ich nach einer halben Stunde des Rumprobierens, weil mir einfach nicht klar war, dass es so wichtig ist, wie rum dieses Messageboard dasteht, dass die da nicht drumrum gehen. Also die müssten sich ja dann gleich zwischen das Messageboard und die Wand der Taverne quetschen, damit sie es lesen können. Und das ist ihnen dann doch zu viel Arbeit. So, jetzt haben wir hier ein Fass hinstellen zum Zapfen. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt zum Beispiel in The Witcher rumlaufen würde und das Messageboard wäre falsch rum ausgerichtet, dann würde ich das wahrscheinlich auch niemals merken. Dann würde ich auch denken, hä, wieso sind denn da keine Nachrichten auf dem Messageboard? Von daher... Wir kriegen Belohnung dafür, dass wir das eingerichtet haben. Ich weiß nicht, wo die Belohnung herkommt, aber es passiert. Naja. Warte, so, ich wollte da jetzt das blöde Fass nochmal. Ja? Anders hinstellen oder geht das nicht? Doch. Man kann es nochmal verschieben. Mhm. Okay. Und warum willst du es rausstellen? Nein, ich will es nicht rausstellen, ich will es nur näher an die Theke stellen? An die Theke stellen, ja. Aber es sollte doch vielleicht nicht hinter die Theke, weil es dient ja dazu, Dinge da zu lagern und du willst ja. Okay, dann bleibt das Fass da, wo es ist.
Oder nicht? So wie ich es verstanden habe, ist das so eine, ich stelle meine Getränke dahin und wenn Leute kommen, hole ich sie da wieder ab. Mhm. Also eine Art Erweiterung. Mir gehört jetzt die Kneipe. Der Onkel ist so begeistert von deinen Kneipenbaufähigkeiten, dass er sie dir überlässt, bevor du auch nur einen einzigen Kunden bedient hast. Und jetzt meine Beziehung mit ihm ist besser geworden und meine Sprachfähigkeit und meine Weisheit ist gestiegen. Also es hat auch durchaus Rollenspielelemente. So, ich sag jetzt, oh Mann, du hast mich so gut ausgebildet. Und dann wird alles noch besser. Übrigens in meiner Version des Spiels vor ein paar Tagen sah der noch völlig anders aus, der Martin. Ja? Ja, er hatte eine andere Grafik. Der hatte nicht diese alberne Chefkochmütze auf. Die ich ein bisschen unpassend finde für dieses Fantasy-Zeug. Und da freut sich, das ist jetzt dieser böse Herzog. Das ist der Weinhändler-Herzog. Der ist er hat das Monopol auf Wein in diesem Land, richtig? This place is so boring. Okay, ja, ich habe ausgebaut. Und der Sohn des Müllers wird bei mir heiraten. Er sieht halt auch schon aus wie ein Arschloch. Und was hat er da hinterm Rücken? Ist das eine Reitgerte? Oder? Ja, ich glaube, es ist eine Reitgerte. Gut. 6 Fässer für jeweils 12.000 Gulden, 72.000 Gulden. Aber er gibt mir Rabatt für 70.000. Also, das heißt, 12.000 Gulden für ein Fass Wein. Und wir haben eben für 2.000 Gulden Handwerker bezahlt, die unsere Taverne umgebaut haben. Das kommt mir nicht... Also das ist sehr teurer Wein. Oder? Ich denke, bei Oratory bleiben. Jedes Mal, wenn man einen Skill einsetzt für so eine Probe, selbst wenn es schief geht, steigt das. Das heißt, die nächsten Proben werden zusehends einfacher für einen. Und ich weiß, dass er noch wieder kommen wird und ich mich dann wieder jedes Mal wieder rausquatschen muss. Und das Spiel sagt einem quasi, man sollte sich auf eine von diesen Sachen spezialisieren, weil die ja besser wird. Ja. Du hättest Antwort 4 geben sollen. Oh, Entschuldigung. Aber egal. Sorry. Ich hab's nicht gesehen. Weil du vorhin das Spiel vertieft warst. Bitte verzeiht uns. Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung für die Situation finden. Das glaube ich auch, sonst wäre das ein kurzes Spiel. Und jetzt sagt er, wir brauchen ein schwarzes Brett. Genau, das war der Punkt, wo ich gescheitert bin. Ja, und wir sollen draufschreiben, ein Kuckuck. Kuckuckt immer dreimal. Ist das... Okay. So, und jetzt müssen wir das schwarze Brett finden. Das ist auch schwarzes Brett. Ja. Und du hast recht, es steht verkehrt rum da. Und ich, Depp, habe es so hingebaut, dass man da nicht drauf lesen kann. Wie findest du es denn von der Präsentation? Also ich finde es tatsächlich sehr süß. Und es hat dann nachher tatsächlich so einen gewissen Wuselfaktor. Den ich eigentlich ganz beruhigend finde, weil dann Leute reinkommen und rausgehen und taumeln und trinken und so etwas alles. Aber tatsächlich ist es ein bisschen so dieses, man muss selber erstmal finden, wie das Spiel funktioniert. So. Da er nichts macht, ich habe das letzte Mal darauf gewartet, dass er irgendwann da seine blöde Nachricht hinmacht. Vielleicht macht er das jetzt tatsächlich von selber, aber dann habe ich ständig Secret Note geklickt. Secret Note. Ich glaube, das müssen wir jetzt immer noch. Jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt denkt er nach. Jetzt kommt jemand und liest deine Secret Note und reibt sich den Kopf. Aber ich glaube nicht, dass das unser Abenteurer ist, auf den wir warten. Jetzt geht er raus und denkt ans Schreiben. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Secret Note klicken muss oder ob er von alleine das irgendwann machen würde, weil es irgendwie unklar ist, ob da ein Zusammenhang besteht. Das hat schon ein bisschen was von einem Peter Molyneux-Spiel, ne? Mit diesen Sprechblasen, was die Leute gerade vorhaben und... Können die auch irgendwo hinkotzen? Deine Gäste? Bisher ist mir das noch nicht passiert. Oh, ich kann jetzt Upgrades machen. Jetzt muss ich als neuen Gast Outlaws freischalten. Das wurde mir auch nicht gesagt, aber das muss ich jetzt machen, damit ich den Kontakt bekomme. Wie kamst du denn darauf? Weil das habe ich auch... Weil es geblinkt hat. Weil ich keine andere Möglichkeit habe, hier was aufzuwählen, sondern nur den Outlaw. Und dann kam eine Belohnungsmelodie. Ah, die ein bisschen sehr penetrant ist, oder? Und jetzt müssen wir die Zeit schneller vergehen lassen.
Ich hatte dann halt nur, es kommen ständig Leute rein, die sich da reinsetzen und sagen, weißt du, ich erwarte schon nicht viel von der Taverne, aber was zu trinken hätte ich schon gerne. Mhm. Deswegen, man sollte sie noch nicht öffnen. Das sind die Fehler, habe ich auch gemacht. Ach so, man kann sagen, jetzt ab jetzt ist sie offen? Mhm. Okay, dann habe ich da aus Versehen drauf geklickt. Okay, ein Kuckuck ruft immer dreimal und eine Krähe kräht nur einmal. Das ist natürlich Quatsch. Hallo Martin. Ich bin noch kein Kind, ich bin schon 18. War das Sarkasmus? Okay. Und er schlägt vor, dass wir Wein schmuggeln. Also ja, er sagt Schmuggel importieren. Smuggle imported. Smuggle imported, das machen wir doch. Das ist ein schönes Wort, das gefällt mir. Xilbor regt sich auf, dass das Messageboard nicht nah genug an der Straße ist, oder? Das muss ja doch an den Weg. Ich habe das auch versucht, näher an die Straße zu setzen. Ich kann gleich mal schauen, ob ich es hinkriege. Nee, du kannst nur so irgendwie ein Feld von der Taverne wegbebauen. Mhm. Ich bin sehr weise, deswegen sage ich, dass das Gesetz ja auch interpretationsfähig ist. Und jetzt mögen mich die Gesetzlosen. Oh, ich habe Wein. Und eine weitere Aufgabe. Das sind, ja. Geschafft. Das heißt, er kommt jetzt. Was hast du mit ihm ausgemacht? Wie kommst du an den Wein? Ich soll mir davon holen. So, wir haben jetzt gesagt bekommen, wir sollen uns Angestellte besorgen. Und wir brauchen eine Dienerin. Warte mal. Ah, hier ist das Anheuern sowohl. Tesni. Da ist sie ja schon. Die läuft durch die Gegend und denkt ans Putzen. Ja. Mhm. So. Okay, jetzt sollen wir... Ist das jetzt ein sexistisches Spiel, Maike? Weil die erste Person, die wir anhören, eine Frau ist und sie ans Putzen denkt, während sie durch Martin die... denkt aber auch die ganze Zeit ans Putzen. Okay. So. Das war jetzt... Okay. Jetzt musst du den Wein aufs Menü setzen. Und ich will, dass der Raum geputzt wird, und zwar mit hoher Priorität. Ja. Das habe ich jetzt eingestellt. Jetzt kann ich den Wein aufs Menü setzen. Jetzt kann man hier eine Sache bestellen, nämlich Wein. Kannst du denn deine Taverne benennen? Kannst du die irgendwie zur sauberen Weinbude nennen oder sowas? Er hat jetzt einfach hier das aufgemacht. Ich weiß es nicht. Er hat das von alleine aufgemacht, ne? Das ist ja. Und jetzt setzt sich unsere neue Bedienung erstmal in die Ecke und raucht. Ja, ist ja super. Mhm. Das ist ja, das wünscht man sich ja, ne? Die Sache ist, man kann sie jetzt ausschimpfen. Ja, und jetzt blutet ihr. Jetzt ist sie sauer. Okay. Aber immerhin hat sie aufgehört zu rauchen. Sie denkt ans Putzen und geht in diese. Und jetzt geht sie wieder aus der Besenkammer raus. Mhm. Und. Was hat er zur Waitress gesagt hier, der? Also du hast, bedient werden. Ist sie auch eine Bedienung oder ist sie nur eine Putze? Sie ist eine Bedienung, ja. Oh, okay. Und jetzt hat sie auch Bedienen im Geist. Xilbo, naja, die hatten ja nichts anderes, wo sie noch dran denken könnten, damals vor der Erfindung von allem. Putzen. Ich wohne zwar in so einer Höhle, aber immerhin ist die Höhle schön sauber poliert. Ja, so. Jetzt füllen sie Wein ab und bringen den Leuten. Toll. Mhm. Und ich habe eben den Preis eingestellt. Der standardmäßig war ja 35 Gulden. Ja, und du hast es teurer gestellt oder billiger? Ich habe es ein bisschen billiger gestellt. Mhm. So, jetzt muss ich einen Dishwasher hier hinstellen. Okay. Mitten in den Schankraum. Ich habe das tatsächlich das erste Mal verpeilt und dann hatte ich irgendwann keine Krüge mehr, aus denen die Leute trinken konnten und konnte nichts mehr verkaufen. Die legen sehr viel Wert auf Sauberkeit hier. Das ist nicht für eine Fantasy-Welt unwahrscheinlich. Was macht er da draußen? Er holt Wasser, um hier sauber zu machen. Ja. Wasser trinken sie gar nicht. Ja. Nee, offensichtlich nicht. Es ist jetzt auch nicht mehr genügend Platz, um zu sitzen. Also es kommen schon Gäste rein. Du hast recht, es sind tatsächlich alle Tische belegt. Du müsstest also neue Tische da reinbauen. Ja,
Oh, es gibt eine Weltkarte. Das ist mir auch unklar. Ah, so weit bist du nicht gekommen. Nö, wie gesagt, ich bin sehr früh gescheitert. Ja. Hier sind Waren unterwegs. Aha. Das ist, glaube ich, neu. Das war, glaube ich, noch nicht. Und die kannst du jetzt überfallen oder dahin locken? Oder? Ich nehme an, die Karte kann auch noch stark rausgesucht werden. Oh. Ich könnte hier Sachen bestellen. Bei Rockberry. Ja, bei Rockberry wollen wir nichts bestellen. So, wir sollen jetzt noch einen Drudge. Und jetzt kommt auch Rockberry vorbei und will uns Ärger machen. Danke, Chagon, für das Abonnement. This place is so boring, it hurts. So, wir müssen ihm jetzt sagen, dass die Leute, die er betrunken hier gesehen hat, auf keinen Fall von mir was zu trinken bekommen. Ja, denn die trinken hier nur rot gefärbtes Wasser, wie man sieht, ne? Mhm. Und der Schmied hat natürlich bestimmte Destille in seinem Keller. Ja. Was kannst du ihm sagen? Ich kann ihm sagen, der war schon betrunken, als er herkam. Ich kann behaupten, dass das Wein wäre, den wir von ihm gekauft haben. Wir könnten behaupten, dass der einfach nur vorbeigelaufen ist und er ja gar nicht wissen kann, dass der hier rauskam. Die höchste ist. Warum sollte man auf was anderes klicken, als das, was die höchsten Erfolgschancen hat? Das ist sehr transparent von dem Spiel, vielleicht zu transparent. Tja. Und aber er warnt mich. Er wird hier regelmäßig vorbeikommen. Das heißt übrigens, er kommt vorbei, dann muss man wieder so sich durch den Dialog klicken. Mhm. Und wenn man dabei versagt, kommen seine Schläger rein, aber die machen nichts weiter, als ein bisschen Wein mitzunehmen. Also es ist relativ harmlos. Mhm. Ja gut, das ist ja auch noch der Anfang des Spiels. Ne? So, ich soll einen Drudge anheuern, der schwere Dinge tragen kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Mann. Huhuhu. Wenn ich jetzt frage, woher dieses Spiel denn kommt, das dann so veraltetes Weltbild transportiert, dann bin ich ja auch gleich wieder politisch unkorrekt, ne? Wenn ich mir vermute, dass es... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt. Bestellt nicht bei Rockberry, kauft im Einzelhandel. Es war kein russisches Spiel, ne? Aber ein osteuropäisches, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, ich habe ihm gesagt, er soll jetzt den Eingang zum Dachboden freimachen. Ich weiß nicht. Okay. Warum mein Onkel, dem die Kneipe gehört, offensichtlich einen Dachboden hat, auf den er vermutlich seit Jahren nicht draufkommt. Wo wohnt denn dein Onkel überhaupt? Gibt es noch andere Gebäude auf dem Grundstück, ne? Wo wohnst du denn? Nee, niemand wohnt. Habt ihr keinen Keller? Es muss doch irgendwie eine Mission geben. Ah, das ist verschüttet, der Dachboden. Okay, ja. Da räumt jetzt jemand die Steine weg. Das ist ja subtil. Also eigentlich müsste sie ja einen Keller haben in dem Rattenhausen, damit wir Abenteurer anheuern. Wahrscheinlich sollte Ratten ich irgendwie mal einen Keller bauen, ja. Das geht, okay. Die Sache ist, ich kann jetzt tatsächlich auch zwischen, sobald das hier aufgeräumt ist, zwischen den Ebenen wechseln von diesem Gebäude. Mhm. So. Ah, babam, babam, babam. Wo ist denn mein... Da. Wir haben noch 5 Portionen Wein. Wir haben 32 saubere Krüge. Okay. So. Er will einfach nur sagen, dass wir einen guten Job machen und darauf hinweisen, dass wir uns jetzt mit dem Schmuggler in Verbindung setzen sollten. Damit wir mehr Wein bekommen. Mhm. Also, es gibt immer diese Belohnung, aber bezahlen die Leute gleichzeitig? Das heißt, das ist so eine Art Bonus vom Spiel? Genau. So. Und du hast natürlich auch laufende Kosten mit den Angestellten. Mhm. Und so, und jetzt soll ich den Dachboden nutzen, um da versteckt Sachen hinzubauen, um die kommenden Dinge für, also den Wein quasi. Den Wein auf dem Dachboden lagern, wie das normale Menschen halt nun mal so machen. Ja. Den Wein auf dem Dachboden lagern. Das hört man ja oft. So, und ein Storage Shelf. Du kannst ja schon mal durch die ganzen Sachen klicken, die man überhaupt später mal bauen kann. Was willst du denn da noch vorziehen? Oh, es wird immer noch weiter mehr freigeschaltet. Ja. Hier, da kann ich es warm machen. Hier sind mehr Lichtmöglichkeiten. Genau. Und die anderen Reiter, da ist ja noch mehr Zeug. Da ist ja wahrscheinlich noch nichts drin. Genau. Ne? Ja, okay. Ja, das war der Allesreiter und hier sind die Sachen jetzt nochmal aufgeteilt. Verstehe. Es kommen aber immer weitere Sachen dazu, die luxuriöser werden. Und beim Bauen, da gibt es dann halt
auch unterschiedliche Sachen. Für die Küche kann ich verschiedene Sachen bauen, Räume und so weiter und so fort. Also es wird dann irgendwo auch ein Glücksspielsektion geben, Schlafräume, die ich bauen kann und so weiter und so fort. Da wird übrigens gecheert im Chat und es werden Abonnements verschenkt. Vielen Dank. Chocolate Elemental hat ein Abo bekommen. Von diesem User anonymer Geschenkegeber, der immer wieder auftaucht hier. So, ich soll jetzt das Camp des Schmugglers finden. Oh, ich soll noch einen Pallet bauen. Ich kann hier jetzt tatsächlich Sachen entfernen lassen auf dem Gelände. Zum Beispiel diesen Stein oder dieses Klohäuschen. Okay, das hier ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Ich weiß das war bei mir auch schon da. Okay. Das ist aber ein Fort oder sowas, ne? Ja, dann soll das vielleicht eine Siedlung symbolisieren. So. Jetzt bei den Banditen soll ich Wein kaufen. Geht nicht? Ah, ich muss mit rechts draufklicken. Ja, natürlich. Warum auch immer, aber okay. So. Ist ein bisschen wie früher, ne? Als man keine Handbücher für Spiele hatte, es keine Tutorials gab, man einfach alles ausprobiert hat. So, was soll ich jetzt bauen? Ich soll ein Pallet bauen. Das ist für Outside, genau. Also so eine Europalette, ja? Mhm, wo die... Tja, passt hier irgendwo hin, ne? Ja. Ich muss wohl warten tatsächlich, bis der Stein weg ist, weil das nicht akzeptiert, dass ich irgendwo anders was hier bauen kann. Du kannst nur nahe des Hauses bauen. Ah, stimmt. Der Baum... Und der gute Studiogeist hat auch gecheert. Hier ist ja... Eskaliert ihr schon wieder hier. Ja, dann warten wir, bis der Mann da diesen Stein abgetragen hat mit seinem kleinen Hämmerchen. Das wird ja nicht lange dauern. Zoom doch mal drauf, ich will mir da ansehen, was der da macht. Aha. Ja, das sieht sehr effektiv aus. Was? Er redet mit dem Stein? Ich glaube, er kratzt erstmal das Moos ab. Und jetzt hat er ihn genommen und trägt ihn weg. Meine Fresse, hat er ihn in die Tasche gesteckt wahrscheinlich, ne? Ja. Er ist ein Oder das war einer von diesen aufblasbaren Steinen. Ja, kann ich trotzdem nicht hier hinbauen. Ja gut, wirklich, muss das noch draußen? Kann das auf dem Dachboden? Ich weiß nicht genau, wo es hin muss. Ich hatte das letzte Mal auch, dass ich das nicht platzieren konnte und irgendwann konnte ich es auf einmal platzieren. Mhm. Ich wusste nicht, warum. Hinterm Haus? Ich meine, er ist Schmuggler. Du kannst dich auch die Ansicht drehen. Mhm. Oder geht es nicht? Ich weiß nicht mehr wie. Rechte Maustaste? Ah, ja. Beide Maustasten. Beide Maustasten. Nein. Und da ist auch mehr Stadt, guck mal. Oh! Wo kommt die denn her? Hier ist übrigens auch nichts mehr auf dem Gelände, was man irgendwie... wegbauen kann. Mhm. Den Zaun kannst du noch irgendwie. Aber deine Aufgabe ist, diese Palette zu bauen und du hast dafür keine... Mhm. Vielleicht kann man die nur tagsüber bauen? Vielleicht. Das wäre albern. Nicht. Aber du hattest das schon mal gemacht. Ja. Und dann ging es irgendwann. Aber ich kann irgendwie... Du kannst auch keine Feuerschale in den ersten Stock bauen. Hm? Ich war im ersten Stock, immer noch. Das war's, okay. Das ist ja albern. Wollen wir es hinter das Haus? Guck. Ja. Macht ja fast Sinn. Okay, nachdem ich das jetzt rausgefunden habe... Die machen alle Pause gerade. Ach, das sind alles deine Mitarbeiter, die hier? Nee. Da ist jemand betrunken. Aber es hat dir noch keiner auf den Boden gekotzt. Ich könnte noch eine weitere Bedienung anstellen. Kannst du auch eine männliche Putze anstellen? Das werden wir mal rausfinden. Nein, das
denn alles? Kunigunde. Amal. Ich habe erst Animal gelesen. Ja, ist aber dann habe okay, ich Anal gelesen. Ja, dann hör doch mal Kunigunde an. Ah, Remney hat uns mehr Wein gebracht. Mhm. Und wir sollen so viel wie möglich davon trinken. Verkaufen. Zu dem Zweck heure ich mal Kunigunde an. Aber ich soll vor allen Dingen die Fässer, die jetzt geliefert wurden, die sind jetzt da hinten gelandet, ansonsten würden die irgendwo in der Landschaft rumstehen. Die sollen jetzt ins Haus gebracht werden, deswegen klicke ich die an und setze ihre Priorität hoch, damit mein Drudge möglichst schnell läuft. Don Vittorio ist im Chat aufgetaucht. Hallo. Kein Bezug zu illegalen Weinlieferungen. Hoffentlich nicht. So. Die tragen jetzt Dinge. Mein Onkel macht immer noch Pause. Was soll denn das? Kannst du deinen Onkel kündigen? Kannst du ihn ausschimpfen? Kannst du, du hast doch dieses Angestelltenmenü, da musst du doch. Da ist er nicht drin, ne? Doch. Nee, du hast recht. Ja, das wäre ja auch wirklich hartherzig. Also er ist da oben doch, drin da unter oben Martin. Aber du kannst ihn nicht rauswerfen, oder? Nee. Kannst du überhaupt jemand rauswerfen? Ja. Nee. Wieso bist du nicht wie? Das muss doch gehen. Ah, du kannst den Hire-Button entfernen, dann sind sie nicht mehr hired. Ich blick gerade nicht durch. Es ist nicht wahnsinnig intuitiv. So, wir haben Alkohol geschmuggelt. Sie raucht schon wieder. What can I do for you? Also, ich vermute mal, es ist am Anfang normal, dass man... oder wahrscheinlich ist das irgendwie random, dass die alle irgendwelche Nachteile haben. Die haben verschiedene Sachen. Das konnten wir jetzt einsehen hier. Disney ist schnell unterwegs, aber sie raucht. Gibt es im Angestelltenmenü eine Peitsche, wird gefragt. Elias arbeitet die ganze Zeit, aber er trinkt auch. Und Denaro fragt, was wir da eigentlich spielen. Wir spielen... Crossroads Inn. Einen Tavernen-Rollenspiel-Simulator. Mhm. Von dem ich bisher den Eindruck habe, dass er dir Spaß macht. Ja, wenn man erstmal durchgeblickt hat. Aber das macht dir ja auch Spaß, ne, das rauszufinden, wie so ein Spiel funktioniert. Ja, durchaus. So. Da ist er wieder, unser Freund. Mhm. Okay. Er hat gehört, dass wir hier illegalen Wein verkaufen. Hm. 50. So langsam wird es schwierig. Uiuiui, also 2 oder 3 sind die einzig sinnvollen. Probieren wir es mal mit Wisdom. Glück gehabt. Glück gehabt, ja. Ansonsten, wie gesagt, würden jetzt seine Schläger kommen und mir den Wein klauen. Das können wir bestimmt auch noch zeigen im Verlauf des Abends. Das ist mein Klo. Ja, das ist aber kein schönes Klo, ne? Du kannst dir auch Infos anzeigen lassen zu dem Klo. Mach doch mal. Ja. What you gonna do when you really need to go? Das ist dreckig. Unangenehm zu benutzen. Aber es ist ziemlich stabil. Your employee is leveling up. Dein Brunnen geht bald kaputt. Jetzt erklär mir mal, wie das funktioniert. Der stürzt ein, oder habt ihr... Tja, oder es gibt dann einfach kein Wasser mehr? Zu viele Kinder reingeworfen. Irgendjemand hier hat aufgelevelt von meinen Angestellten. What can I do for you? What can I do for you? So, ein paar Leute hier. Ah, du kannst die nur alle paar Stunden praisen oder scolden, okay. Da hat einer Durst. Und man kann hier tatsächlich dann auch auswählen, Leute rausschmeißen, wenn sie sich schlecht benehmen, genauer beobachten, wenn man den Verdacht hat, dass sie stehlen könnten oder eher sie besonders belohnen. Bislang habe ich das aber noch nie gemacht, das war auch noch nicht nötig. Naja, das also können wir jetzt mal experimentieren. Sollen wir ihr mal... Vielleicht speicherst du vorher ab, falls du an der Stelle weiterspielen willst. Oh, mein Ruf ist gestiegen. Der Typ hier, der fegt die ganze Zeit diese eine Bodenfliese.
Und jetzt macht er Pause. Also mal im Ernst. Jetzt steht er dumm rum. Das ist also deine Pause, ja? Das machst du in deiner Pause. Stehst hier im Raum und trillst vor dich. Ja, ich habe nämlich doch keinen Raum, in den meine Angestellten gehen können. Ach, soll ich dafür mal anbauen? Ja, du weißt, du hast doch bestimmt genug Geld, um ein bisschen was anzubauen. Wieso? Du hast nicht mal einen Pausenraum für die. Was ist das? Das ist tatsächlich ein Gästeraum. Mhm. Sieht sehr, sehr wohnlich aus. Mhm. Ich kann, glaube ich, noch keine Betten bauen, deswegen. Ah, okay. Aber du kannst doch beliebig weiter Bedienungen anheuern und Tische bauen, oder? Du hast nur 3 Tische. Ich glaube, du kannst dann auch. Diese Hochzeit, von der da gesprochen wurde, hatte schon stattgefunden, nee, weil die Offscreen gibt kommt es die einfach noch nicht. Abgesagt worden, was für ein Drama steckt da dahinter? Jetzt hast du einen Raum gebaut, in den keiner rein kann. Kannst du auch deine Eingestellten einmauern und dann verhungern die da? So wie bei Sims die Leiter vom Pool entfernen? Das ist ganz schön gemein. Ich will ja nur wissen, was ich habe jetzt eine Tür reingebaut und sie kriegen auch noch Fenster. Das ist ja Luxus. Schöne Aussicht aus Klo. Toll. Mhm. Sag nicht, ich würde nie was für meine Angestellten tun. Oh, die labern miteinander. Die unterhalten sich untereinander, die Gäste, oder mit den Angestellten? Mit den Angestellten gerade. Der schwatzt mit meinem Onkel? Nee, der schwatzt mit meinem Träger. Was machen die da auf der Bank? Der saß da auf dem Schoß von dem anderen. Schon wieder. Da ist er. Läufst du die ganze Zeit diese Straße rauf und runter mit diesem Weinglas in der Hand? Meine eine Kneipe hier. Oh, Stufelhasi sagt, man kann die Sims nicht mehr im Pool trinken lassen. Das ist ja schade. Und Gennaro merkt an, dass die Gewerkschaft nicht erfahren darf, dass es keinen Pausenraum gibt. Jetzt gibt's doch einen Pausenraum. Man kann sich zwar nicht hinsetzen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, aber... Okay. Ich kann reden. Da war ich eigentlich ganz gut drin, aber es sind nur 50%. Ich glaube, das Spiel will dir. In meiner Weisheit bin ich. Das Spiel will dir auch mal zeigen, was passiert, wenn du scheiterst. Nein, ist diesmal gut gegangen. Da stand Failure ziemlich groß. Oh. Und das sind eine ganze Menge schwarz angezogener Schläger, die da. Ja, aber ihr könnt jetzt zuschauen, was die machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier rein. Ja. Und die Leute, die da an den Tischen sitzen, denken erstmal, du hast ganz viele neue Kellner angestellt. Und siehst du, jetzt tragen sie ihre Fässer weg. Weil sie meinen Wein stehlen. Wow, also diese Rockberry wird, also... Ich habe nur noch 4 Wein. Was machen wir da? Die schaffen es echt gut, effektiv Hass aufzubauen für den Typen. Ja, ich denke, kannst du nicht neu... Also du bestellst schon neu, okay. Es ist etwas günstiger, ne, der geschmuggelte Wein. Was, 73 für 10 Fässer? Oder ist es für 10 Einheiten, die getrunken werden können? 10 Gläser, genau. Okay. Einkaufspreis pro Glas Wein, also 7 Gulden. Das ist auch schon krass. So, was brauchen wir denn in den Raum von unseren Angestellten? Ja, wir haben ja nicht so viele Optionen. Wir können einen Hocker reinstellen. Ne, einen Hocker finde ich. Es soll ja ein bisschen trostlos sein. Achso, okay. Einen Hocker. Einen Hocker in die Ecke. Was haben wir denn noch? Nee. Keine Feuerschale. Licht? Nee. Okay. Aber wir können einen vernünftigen Stuhl reinstellen. Wir haben nicht so viele Optionen. Also stellen wir halt mehr Hocker oder Stühle rein. Schon okay, ja. So, das reicht jetzt aber. Meinst du, ich sollte noch einen Tisch hier hinstellen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, willst du mal mehr als 12 Gäste auf einmal haben? Ich meine, wenn deine Burger so gut sind. Meine Burger? Oder was immer, dein Wein. Ja, ich kenne das ja nur hier aus Wetzlar, wo es den Mr. Beast gibt, den meiner Meinung nach besten Burgerladen in Deutschland. Nicht, dass ich alle kennen würde. Der ist immer überfüllt, weil er nur 12 Sitzplätze hat. Ich kann da gerade nicht bauen, weil da mein Angestellter im Weg steht, offensichtlich. Ja, dann... Lass ihn doch weitergehen.
Okay, du hast jetzt aber auch eine Tür, eine Bank direkt an die Tür gestellt. Oh, du hast recht, das ist war das nicht so denn, schlau. Ist das denn so richtig clever? Weil immerhin kannst du diese ganze Einheit, das ist gut. Schön, dass du die Tanzfläche auch freilässt. Für die Hochzeit, die irgendwann bestimmt hier noch stattfinden wird. Ja, gucken wir mal. Man muss immer in den richtigen Modus gehen und dann muss man das Ganze sehen können. Und jetzt habe ich es an den Tisch rangestellt. So. Das sind auch alles. Denkst du mal, wie es raus? Das sind auch alles sehr. Die benehmen sich alle sehr gut, deine Gäste. Die würden nie auf die Idee kommen, von selber mal eine Bank zu verschieben. Offenbar sind die alle deutsch. Ja. Wein! Holt den Wein rein, Leute. Ah, das musst du ihnen sagen. Sie wussten noch nicht, dass. Sie würden es sonst irgendwann machen. Ich habe jetzt die Priorität einfach hochgesetzt. Ah, verstehe. Ihr sollt nicht labern. This one's on the house. Ah, die haben Pause, okay. Ja, alle gleichzeitig Pause hier. Na gut, gerade sind nicht viele Gäste. Ist es eigentlich immer Nacht? Oder gibt es keinen Tag-Nacht-Wechsel? Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Ist der so langsam? Sehr lange Nacht. Okay. Der kommt da also mehrfach in der Nacht vorbei. Ja. Ha. Huh. Also einer von euch muss jetzt gleich seine Pause beenden, sonst... Komm, Onkel. Pause beenden. Okay, es werden Sachen gewaschen, es werden Sachen abgefüllt. Es läuft. Es läuft. Gut, wenn das Spiel jetzt in so einer Phase ist, wo es eher ein bisschen Leerlauf hat, wollen wir ein bisschen über die Spielemesse reden. Oder wünscht sich der Chat, dass wir weiter über das Spiel reden? Das ist natürlich auch okay. Würdest du gerne über die Spielemesse reden, Maggie? Es war voll. Ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben diesmal. Ja. Ich habe vor 9800 Leuten Dungeons & Dragons gespielt. 9800 Leute haben auf dem Asmodee-Kanal zugeschaut am letzten Tag. Sie haben mir das netterweise erst hinterher gesagt. Ja. Sonst nicht. Ach, das hast du gar nicht gesehen. Nee. Das war schon krass. Okay, da ja fast jeder aus dem Chat selber für Spielemesse war, schreibt Breithof, müssen wir wohl nicht drüber reden. Gut, wenn es euch nicht interessiert, was wir gemacht haben, ist schon dann halten wir halt die Schnauze und reden mit Rockberry. Aha, ich bin inzwischen sehr weise. Ja. Ich glaube, diesmal hatte ich Erfolg. Keine schwarz gekleideten Leute. Ich wollte auch eher so hinter den Kulissen Sachen erzählen und weniger die Dinge, die man, die jeder erlebt hat auf dem Showfloor. Also ich wollte jetzt nicht erzählen, welche Stände da waren. Ich denke, das kann man auch, selbst wenn man nicht da war, aus unseren Videos relativ gut ableiten, weil wir es gefühlt jeden einzelnen Menschen, der einen Stand hatte, interviewt haben. Aber natürlich haben wir das nicht. Wir hätten noch tausende Interviews machen können. Und ich bin nicht wirklich mit meiner Liste durchgekommen an Leuten, die potenzielle Interviewpartner gewesen wären. Es ist immer irgendjemand unter den Tisch gefallen. Was baust du da für komische Zellen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch vor allen Dingen nicht, wie ich es wieder abreißen kann. Das wird das so ein Horrorhotel? Wo? Ah, da. Ah, du kannst es auch wieder verkaufen. Du hast dann keinen Verlust gemacht. Okay. Na gut, dann bau doch einfach mal weiter deine Horrorräume da in dein Hotel rein und deine Krematorien und Leichenrampen. Ah, die Wand kann ich nicht, weil da was dran steht. Jetzt habe ich es. Ah, weil da ein Regal dran steht, konnte die Wand nicht weg. Mhm. Ja. Macht total Sinn. Es ist sehr kleinteilig. Das hatte ich aber auch letztes Mal schon gesagt, als du es gespielt hast. Ne? Also vielleicht ist es zu kleinteilig. Nein, daran lag es nicht. Okay. Es will da einfach nichts hinhaben. Okay, Spiel. Ist ja gut. Ich baue da nichts mehr hin. Willst du auch einfach, dass du einen Horrorraum reinbaust? Oder? Weiß ich nicht. Es
bin auf jeden Fall ein wenig verwirrt. Siehst du? Tag-Nacht-Wechsel. Hier oben zeigt es mir den sogar an. Ah, deswegen sich langsam wird es hell. Ja, ja. Aber es ist wirklich sehr langsam. Wie war denn der Surface zu CCXP-Vergleich? Oh, das kann man natürlich nicht vergleichen, weil wir auf der CCXP Aussteller waren im Grunde und Bühnenprogramm selber organisiert und gemacht haben. Das heißt, dass wir immer von der Messe selbst betreut wurden. Dieses Mal waren wir ja nur zu Gast bei Ausstellern in deren Livestreams. Und so eine Art Showprogramm wie auf der CCXP gab es ja gar nicht, weil es keine Bühne gibt in dem Sinne auf der Spielemesse. Ja, also keine Spiele, sondern eigentlich nur Stände, die dann für Livestreams auch zweckentfremdet werden. Die Akustik in der Halle lässt es ja nicht zu, dass man da sinnvoll zuhört, was die Leute machen. Man muss es ja immer dann tatsächlich im Stream verfolgen. Von daher kann ich das gar nicht vergleichen. Ansonsten bleibt die CCXP, was Service und Ambiente angeht, für mich ungeschlagen. Wobei mir natürlich klar ist, dass das erkauft wurde durch diese absurden Eintrittspreise, ja, die dann natürlich auch dafür gesorgt haben. Da ist er schon wieder. Nee, ist ein anderer. Das ist jetzt der Schurke. Das ist Remedy. Dass wir eben auch vor leeren Publikumsrängen aufgetreten sind, sozusagen. Aber okay. Ja, die Spielemesse fing für uns damit an, dass wir am Montag sehr spät von unserem Lab in Bad Segeberg zurückgekommen sind. Auf dem Weg haben wir noch Anton Wester interviewt und dann, also eigentlich Dienstag früh. Mhm. Und Mittwochmittag sind wir dann wieder Richtung Essen abgerauscht. Das heißt, wir waren ungefähr einen Tag hier. Was hast du jetzt Remedy getan? Hast du was Falsches gesagt? Das war automatisch alles, oder? Nein, ich habe gesagt, das lief gut. Obwohl Brockbury hier unterwegs war, ich weiß auch nicht. Vielleicht hört man es auch, ich bin auch ein wenig heiser, aber ansonsten habe ich die Messe deutlich besser überstanden als du, glaube ich. So. Ja, wir sind dann Mittwochabend noch in die im Aufbau befindlichen Messehallen gefahren. Die Presseschau, die ja meistens ziemlich brettspiellastig ist, die sparen wir uns meistens oder bisher haben wir uns immer gespart, weil wir dann ja noch früher auflaufen müssten und haben dann noch ein paar Interviews gemacht mit Patrick, mit Mario Truand, noch ein paar anderen und sind dann abends zum Flughafen nach Düsseldorf gefahren und haben Janet und Dimitrius von World Anvil eingesammelt. Soll ich dir irgendwas reichen? Ich dachte, ich hätte irgendwo vorher die Taschentücher. Okay. Entschuldigung. Ich sehe sie. Schniffel. Okay, jetzt geht's tatsächlich um die blöde Hochzeit. Um die tolle Hochzeit. Und wir haben Rockberry offensichtlich in Ruin getrieben. Was? Ich glaube, das hat er selber getan mit seinen absurden Preisen. Aber er ist doch ein Herzog. Wie kann man den mit in den Ruin treiben? Jetzt müssen wir jemanden anheuern, der kochen kann. Warum läuft da ein Zombie durch den Garten? Oh Mann, ist der besoffen. Meine Fresse. Das ist schon sehr... Also komm, das ist eine Zombie-Animation. Mhm. Das kann man doch bestimmt so kaufen irgendwie, ne? Dass man hier Zombie durch... Mhm. Und wer ist das? Das ist mein Küchenchef jetzt. Aha. Okay, ich muss für verschiedene soziale Gruppen kochen. Du musst was für arme und reiche Leute im Menü haben? Mhm. Und diese Leiche ist gerade verschwunden, als sie in deinen Küchenchef reingelatscht ist? Oder ist sie einfach von der Karte verschwunden? Okay. Das mögen die Outlaws. Das mögen die... Ich weiß nicht, wer das ist. Ich erzähle einfach mal weiter von unserem Alltag auf der Spielemesse, okay? Mhm. Wo fand ich denn nochmal? Was suchst du? Die verschiedenen sozialen... Barbarenstio wird das Menschen gemacht, schreibt Breithof. Mhm. Ja, wieso nicht? Ich könnte doch irgendwo meine Fähigkeiten aufleveln. Ah, da. Okay. Auch
auch ziemlich versteckt. Outlaws, das sind die Nobles, das sind die Townsfolk und das sind die wer sind jetzt die Distressed? Wie die Distressed? Ist das eine Bevölkerungsgruppe? So klang es. Okay. Und ich hatte übrigens auch noch einen Punkt hier, den ich ausgeben konnte. Jetzt gibt's... Oh. Was wird noch mehr? Oh, da sind versteckte Sachen. Mhm. Kannst du da hin? Ich darf aber noch nicht. Komposthaufen ist da versteckt, das ist ja schön. Warum ist das so ein komisches Kreuz? Das ist ein Templerkreuz oder sowas, ne? Mhm. Kannst du, ist das hier ein Symbol? Kannst du mal draufklicken? Vedetas? Was sind Vedetas? Das kann uns sicher jemand im Chat beantworten. Unlock Beans in the was? Okay. In the Garden Trellis. Wow. Das ist der uncoolste Skilltree, den ich jemals gesehen habe. Ja, weil man Bohnen freischalten kann. Komposthaufen und Bohnen freischalten kann. Okay. Ich will das Barbarian Stew. Naja, jedenfalls, wir haben die beiden dann so um, was war es, 9 am Flughafen abgeholt und waren um 10 mit ihnen in Oberhausen im Hotel. Wir haben uns dann ein relativ günstiges Business-Hotel unweit der Messe in Oberhausen gesucht, wo wir dann uns alle 4 einquartieren konnten. Die waren aber dann auch relativ schnell im Bett, die anderen beiden, ne? Und dann haben wir den Fehler gemacht, am Donnerstag nicht sehr pünktlich loszufahren und haben fast 2 Stunden für die 10 Kilometer von Oberhausen zur Spielemesse gebraucht. Unser erster Termin war um 11 mit Chris Birch von Modiphius am Donnerstag und wir haben ihn gerade so geschafft. Ja. Yeah. So, jetzt haben wir hier einen Ofen. Haben dann noch ein paar Termine mehr ausgemacht, ein paar Interviews mehr geführt, immer wieder bei Uwek vorbeigeschaut, mit Ulysses, also mit Steff haben wir auch schon am Mittwoch ein Interview geführt, der war ja leider niemand von der Redaktion auf der Con, sie hatten nur diesen Verkaufsstand, was sehr viele Leute irritiert hat, dass Ulysses nicht vertreten war, außer mit einem kleinen Verkauf. Dann hattest du deinen ersten Livestream schon um 2, ne, für Asmodee, warst da am Anfang noch vor, ich glaube, nur 1500 Leuten am Donnerstagmittag, hast du da D&D gespielt, 4-mal eine Stunde, eine Mini-Kampagne, ein One-Shot-Prequel zu dem Descent into Avernus, mit 4 britischen Spielern, ne, die alle bei Asmodee zum Social-Media-Team gehören oder angeheuert wurden dafür. Du hattest ja gehofft, dass das so ein bisschen eine Chance auf Exposure ist und ein bisschen bekannter zu werden, was du machst, was wir auch mit Guy und Janet und sowas machen, aber du hattest ja dann die Auflage, dass du nicht erzählen durftest, wer du bist, von wo du bist. Außer ganz am Schluss. Ganz am Schluss haben sie sich dann gefragt, ne? Habe ich jetzt aber auch nicht gemerkt, dass das irgendwie Leute rüber zu uns geschaufelt hätte, diese einmalige Erwähnung. Du durftest auch kein Shirt tragen mit irgendwelchen Marken. Keine Marken, das ist keine Star Wars. Stand da auch drin, du darfst nicht über dieses, dieses Dokument das reden. Nicht. Okay, stand auch drin, du darfst keine Star Wars, Herr der Ringe, Marvel-Zitate bringen. Mhm. Nicht fluchen, natürlich. Okay, das sehe ich noch ein. Also, es waren auch sinnvolle Sachen in dem Dokument, ne? Wie immer nett zum Chat sein, als ob man dir das sagen müsste. Oder auch nett zur Konkurrenz von Asmodee sein. Oder nicht über die Konkurrenz reden, ich weiß es gar nicht mehr. Ich durfte jedenfalls im Pegasus-Stream nicht sagen, wo du zeitgleich warst, während ich bei ihnen am Freitag zu Gast war. Das wäre auch blöd gekommen, glaube ich, wenn ich bei Pegasus gesagt hätte, Mike ist bei Asmodee und spielt D&D. Okay, hier kosten die 108. So, schauen wir doch erstmal, was brauche ich denn eigentlich? Roach schreibt, er hörte Gespräche, in denen Leute behaupteten, Ulysses fehle, weil insolvent. Wow, okay. Das ist, soweit ich weiß, nicht richtig. Aber krass, dass sowas zu solchen Mutmaßungen führt. Also da muss man offenbar echt aufpassen. Ich glaube auch, wenn du in der Szene, also in der Rollenspiel- oder generell analogen Spieleszene wer bist, dann darfst du die Spielemesse nicht auslassen. Das sorgt ganz schnell für Irritation auf allen Seiten. Aber naja, es gab ja ein Ulysses-Event auf der Spielemesse. Die Redakteure waren ja da, Markus war da. Wir waren dann abends, nachdem wir... Was war denn noch zwischen deinem Stream und der Ulysses-DSA-Party? Wir hatten doch noch irgendwas.
Am Donnerstag. Siehst du, es ist schon wieder, es fühlt sich an, als wäre es Wochen. Ich weiß es nicht. Wir hatten eine Menge Interviews noch am Donnerstag. Okay. Irgendwas war jedenfalls, was wir um 19 Uhr noch auf der Con gemacht haben. Okay. Irgendwen haben wir noch interviewt. Und diese DSA 5 Party ging in einem Hotel in der Innenstadt um 19 Uhr auch los. Wir haben es dann nicht geschafft, das Gelände rechtzeitig zu verlassen oder überhaupt sinnvoll zu verlassen, weil natürlich die Abreise von der Con genauso schwer war am Donnerstag wie die Hinreise. Haben dann gesagt, okay, wir laufen erstmal und dann nehmen wir uns vielleicht ein Taxi oder steigen in die S-Bahn, wenn wir diese schreckliche Menschenmenge, die quasi das Con-Gelände eingeschlossen hat, verlassen haben und wir uns irgendwie wieder frei bewegen können. Sind dann, glaube ich, tatsächlich die Hälfte gelaufen. Dann S-Bahn, waren dann so kurz nach 8 auf dieser DSA-5-Party, wo wir sowieso nur hin wollten, weil wir für die Doku noch ein paar schöne Abschlussbilder haben wollten. Ich hatte mir halt erhofft, dass ich Werner da treffe und wir ein Bild von Ina Kramer machen können, die der Kai Frierich dahin chauffiert hat. Und habe dann auch diese Bilder bekommen. Also zum Beispiel Nico Hoch und Werner, die zusammen da Kuchen gegessen haben oder was getrunken, ich weiß gar nicht mehr. Und jede Menge Leute, die sich angeregt unterhalten haben. Wir waren jetzt nicht da, um zu feiern, ne? Also ich... Du, wir sind beide niemand, der auf Cons irgendwie partylastig sind. Also nach einer Stunde waren wir wieder weg. Haben von Markus noch Wertmarken in die Hand bekommen. Also man kam ja auf die Party, wenn man vorher bei Ulysses am Stand für 50 Euro eingekauft hat. Oder wenn man eingeladen war. Ich glaube, die meisten haben irgendwo eine Karte ergattert. Mhm. Und dann gab es halt Wertmarken zu kaufen und davon konnte man sich Getränke oder Essen kaufen. Wir haben Janet, Demi und die Leute von Dungeon Frog auf der Con gelassen, versucht sie ein bisschen mit Markus zu verknüpfen. Mhm. Hoffe, dass sie da irgendwas draus ziehen. Und sind dann... Nee, wir haben sie gar nicht da gelassen. Wir haben nur Dungeon Frog da gelassen. Wir haben ihnen die Wahl gestellt, wollen sie alleine nach Hause zum Hotel oder wollen sie noch auf eine zweite Abendveranstaltung? Wir sind dann nämlich noch, ich glaube, um 10:30 wieder zur Messe zurück mit dem Taxi und zur Pegasus Game Night, wo es irgendwie ganz schwer war, eine Karte für zu kriegen, weil weil es irgendwie nicht geklappt hat, dass wir die zugeschickt bekommen. Aber dann... ergab es sich, dass Clemens Schnitzler, unser alter Kumpel, der früher bei Ulysses bei der PR war und jetzt bei Pegasus arbeitet, sozusagen der Türsteher war. Mhm. Und dann sagte man, es geht einfach hin, Clemens kennt euch ja. Es hilft echt, wenn man ein paar Leute kennt auf so einer Messe, ne? Ja. Und haben dann noch ungefähr 1,5 Stunden dort verbracht. Wir wollten nur wegen einem Spiel dahin, wegen Tainted Grail, das von Awakened Realms ein Crowdfunding war, das jetzt bei Pegasus auf Deutsch rauskommt und da die Firma Awakened Realms hat auch vor kurzem einen zweiten Kickstarter gehabt. Etherfields, das sind halt sehr durchdachte, kleinteilige Dungeon-Crawler mit wunderschönen Miniaturen, die so ein bisschen in Richtung Gloomhaven gehen, mit Legacy, modularen Dungeons und ja, viel Story. Yeah. Das ist ja eigentlich genau unser Ding. Also haben wir da ein langes Interview mit einem Lukas von Awakened Realms geführt, der sehr, sehr müde war. Der mir sehr nervös, dass wir den so überfallen haben. Das habe ich noch nicht geschnitten, weil das eine größere Aufgabe wird. Du hast ein buntes Tor vor deine Taverne gestellt. Das ist ja auch schön. Ist das jetzt ein indisches Restaurant geworden dadurch? Oder? Was? Naja, das hat's doch. Entschuldige mal. Das sieht schon ein bisschen asiatisch aus jetzt, ne? Nein, ich sollte dekorieren. Okay, das ist nett. Für die einfachen Leute sollte ich Blumen besorgen. Und für die Räuber habe ich Waffen und sowas an die Wand gehängt. Übrigens danke auch an Kaldagin fürs verlängerte Abo. Guten Abend. Oder wie meint ihr, seid nicht die Partyfans, aber dann auf zwei Partys an einem Abend, ja. Auf beiden Partys. Das zweite war keine Party, das war so eine exklusive Veranstaltung für keine Ahnung für wen eigentlich. Wo man halt noch mehr Spiele gezeigt bekommen konnte. Ich glaube, ich brauche noch einen Drudge.
Und ich glaube, dann war es irgendwie so 12, bis wir dann bei, bis wir dann mit Janet und Demi nochmal zum McDonald's gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir am nächsten Tag nicht, wie eigentlich geplant, früher auf die Messe fahren, sondern später. Dann waren wir erst kurz nach 12 am Freitag auf der Messe, wo es dann aber auch etwas entspannter war. Ja. Und wie läuft es bei dir so mit deinen Hier wird Wein? Sehr viel geliefert. Mhm. Brauchst du mehr Lagerarbeiter? Oh, ich habe gerade schon eine angestellt. Ich habe auch was Neues gelernt auf der Messe. Wir haben ja auch am Donnerstag, das war unser Termin am Donnerstag, verdammt, wie konnte ich das vergessen, mit Ralf Siedek am Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr haben wir einen Messerundgang gemacht. Der hat uns seine Geheimtipps an Brettspielen vorgestellt. Mhm. Gar nicht so geheim teilweise, seine Tipps. Und das war, bisher ist das unser Video-Highlight, das haben die meisten Leute sich angeschaut. Also ich glaube 6000 Views. Und ich habe da auch viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass das, passend zu dem, was du hier gerade spielst, dass das Genre tatsächlich Worker Placement heißt und nicht, wie ich immer verstanden habe, Work Replacement. Weil immer, wenn Anselm mir von Twilight Imperium erzählt hat, sagt er, das ist ein Worker Placement Spiel. Worker Placement Spiel. Und ich dachte, okay, das ist also, das heißt, dass es so aufwendig ist, dass ich keine Zeit mehr habe zu arbeiten oder dass, falls ich keine Arbeit habe, ich mir das aus diesem Spiel ziehen kann, diese Befriedigung, dass ich das Gefühl habe zu arbeiten, weil es so scheiße komplex und langwierig ist. Aber das habe ich offenbar falsch verstanden. Ich bin mir aber sicher, ich bin ja nicht der Einzige. Vielen Dank an Kondorkralle für das Abo. Ja, dankeschön. Kondorkralle. Cool. Das ist ein guter Name, ne? Und guten Abend. Ja, also ein Work-Replacement-Spiel, das du gerade spielst, nämlich Lagerverwaltung. Hui. Ein Spiel, wo man Bohnen und Komposthaufen freischalten kann. Also ich muss sagen, ich habe mich eine halbe Stunde befasst und das war dann auch gut für mich. Also jetzt hier Crossroads Inn, ich brauche das, glaube ich, nicht. Also ich kann verstehen, dass es eine Faszination ausübt. Ja, ja. Ich, hab ich jetzt wünschte manchmal auch, ich zusammen. Wäre diese Art Mensch, die da meditativ... Und natürlich kannst du Brotsuppe bestellen, wie auf einem scheiß Mittelaltermarkt. Und ein Stew. Ja, okay. Und hier sind direkt wieder neue Sachen angeliefert geworden. Vielleicht, wenn du mal eine neue Europalette hinstellst. Ja, ich denke, das sollte ich tun. Warum brauchst du übrigens eine Europalette? Es hat noch nie geregnet. Ja? Das kannst du auch in Matsch stellen, das Zeug. Mhm. Willst du mal eine Hintertür einbauen? Geht das? Exakt, das hatte ich mir in diesem Moment auch gedacht, dass es mich nervt, dass die alle außen rumlaufen müssen. Wir haben ein neues Abonnement, ich kann es von hier aus nicht sehen. Kannst du bitte mal der Person danken, die ich nicht lesen kann? Im Bellicus Animo. Vielen Dank. Dankeschön. Und genau, wenn es nicht geregnet hat, ist es auch kein Matsch. Ich ging davon aus, dass es da immer matschig ist. Also auf den sauberen Rasen können sie ihre Fässer auch stellen. Work Replacement passt schon. Ja, also es werden auch gar keine Worker geplaced bei Twilight Imperium. Von daher meinte vielleicht Anselm auch ein anderes Spiel. Oder ich habe das einfach falsch verstanden. Okay, ich brauche mehr Zeugs, in dem man Ressourcen lagern kann. Ja, Freitag waren wir dann gleichzeitig im Livestream. Du bei Asmodee, ich bei Pegasus. Ich habe den Jan Wagner überzeugt bekommen, dass er mir hilft, was zu Shadowrun zu erzählen, weil Pegasus hatte sich von der Messe diesen einen Pen-Paper-Rollenspiel-Slot geben lassen, wo sie zu ihren Neuheiten, zu Cthulhu und Shadowrun was erzählen konnten. Hatten aber Tigger, also Tobias Hamelmann, den Chefredakteur von Shadowrun, noch gar nicht da und Haiku von Cthulhu auch nicht. Haben also gehofft, dass ich was sagen kann zu Shadowrun und Cthulhu. Ich habe gehofft, dass du das machen kannst. Mhm. Du warst aber in meinem Livestream, also hat sich der Jan erbarmt, möchte ich fast schon sagen. Sich da hinzusetzen, das komplett in die Hand zu nehmen, wie wir jetzt da Shadowrun 6 auseinandernehmen bzw. präsentieren. Mhm. Da war ich ihm sehr dankbar. Oh ja. Denn die Julia und die Emma von Pegasus hatten natürlich auch noch keine Zeit gehabt, sich groß mit Shadowrun zu befassen, das ja erst in der 6. Edition erst vor 2 Monaten erschienen ist und jetzt schon von Pegasus auf Deutsch rauskommt, was ich krass finde.
Und sie jetzt schon haben wohl alles, was sie auf der Messe mit hatten, verkauft. Wow. Ja. Also es ist wohl bei Pegasus jetzt aktuell gerade ausverkauft. Sogar, dann hatten wir Glück, dass also wir noch zum Händler. Glück, dass wir noch Rezi-Muster bekommen haben. Cookie versus Strawberry. Sag guten Abend. Guten Abend. Das ist ein leckerer Name. Hast du Hunger? Ich mag dich essen, wenn du magst. Und falls es mich interessiert, es gibt Aufbacklaugenstangen mit Butter. Ist das noch in deinem Sinne? Ja, vielleicht auch die Pizza. Mir ist doch, nicht die schlecht, Pizza. Die ist nicht mehr schlecht. Ah. Und eigentlich müssen wir noch... Wir haben eigentlich auf der Messe fast nichts gegessen, ne? Aber trotzdem fühle ich mich irgendwie voll. Ich weiß auch nicht. Wir werden auch, glaube ich... Die Wurst ist noch nicht gekommen, oder was? Die Wurst ist nicht gekommen. Wir wären auch, glaube ich, wirklich irgendwann umgekippt, wenn ich an jedem Stand, wo wir Freunde haben, uns irgendwie einen Keks gegeben hätte oder Janet uns Camembert-Brötchen mitgebracht hätte. Hier ist Sausage. Oder der Till von Dungeon Fuck hat uns klischee-mäßigerweise Mozart-Kugeln aus Wien mitgebracht. Mhm. Na endlich, jetzt haben wir Wurst. Bin Mozart sehr dankbar für die Erfindung dieser Kugeln. Ihr habt Wurst. Ihr seid kein veganes Restaurant mehr. Nein. Ihr hattet vorher schon Stew. Nee, ich konnte es bisher nicht anbieten. Ach so, weil die Wurst fehlte. Ihr hättest das Stew nur aus Zwiebeln und Tomaten machen können. Mhm. Moment mal, das ist ein mittelalterliches Spiel. Warum habt ihr Tomaten? Was ist das für eine Scheiße? So ein Mist spiele ich nicht. Okay, ich weiß, es ist ein Fantasy-Setting und der Kontinent ist nicht Europa. Entschuldige. Wir haben hier eine längere Einführung bekommen. Leider wurde dabei nicht erwähnt, warum es irgendwo hier Tomaten gibt. Hätte mich aber auch nicht gewundert, so viel wie die in der Einführung erzählt haben. Mhm. Ja, Jan hat dann eine 10-minütige Shadowrun-Runde geleitet, wo kaum jemand zu Wort kam, weil er einfach nur ganz viel Action beschrieben hat. Also sehr ähnlich wie sein sonstiger Leitstil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und er hat sehr viel erklärt in diesen 10 Minuten. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und danach haben wir halt ein bisschen drüber gesprochen mit dem Chat, wofür eignet sich welches Spiel, was ist neu in der 6. Edition. Habe ich kein Brot eingekauft? Ich habe eben Brot eingekauft, wenn das irgendwie hilft. Mhm. Und Lauchstangen. Ich schätze mal, ich muss noch Brot kaufen. Kölnerin schreibt, Tomaten sind gar nicht A. Das stimmt. 50 kostet es hier. 100 viel da, seid ihr wahnsinnig. 56 hier, ich denke, ich will bei den Farmern einkaufen. Ja, du vergleichst immer die Preise. Mhm. Die weichen teilweise drastisch ab. Ja, nach den Streams haben wir verrückt Interviews gemacht. Mhm. Und wir haben es zwischendurch auch mal geschafft. Es wurde eben gefragt von Florian, ob wir uns tatsächlich mal umgeschaut und Sachen gekauft haben. Das haben wir in einer extremen Geschwindigkeit gemacht. Ich glaube, es war auch am Freitagabend, als wir die K-On hier, die glaube ich, doch Chocolate Elemental ist da, ja. Also als wir Chocolate Elemental getroffen haben und uns haben beraten lassen. War das Freitag oder war das Donnerstag? Ist ja egal. Welche Möbel und Gebäude wir für künftige D&D-Let's Plays noch brauchen. Und wir haben uns dann beraten lassen und das aufwendige Stadttor von Tomarillion-Citerdis für die Baldur's Gate-Let's Plays, die wir gerade drehen, erstanden. Und noch ein paar Gebäude mehr. Und leuchtende... Da kommt ja mal eine Schwemme an Besuchern. Okay, ist das die Hochzeit? Ja, das ist jetzt die Hochzeit. Die Hochzeit? Ich habe die Hochzeit freigegeben. Die warten, also mit der Hochzeit haben die ganze Zeit gewartet, bis endlich die Taverne soweit ist. Das. Ja, ich glaube, ich brauche aber allerdings noch einen weiteren Tisch. Das sieht gerade ein bisschen... Ja, bauen wir schnell noch einen Tisch dahin. Auf die Braut drauf, weil ich es kann. Und sie schreibt im Chat gerade, das Tor sieht immer noch cooler aus als das Haus. Und sie hat völlig recht. Und ich wette, und wir werden das bestimmt nicht bereuen, auch weil es arschteuer war. Über 70 Euro, ne? Man konnte ja Rabatte erwürfeln an dem Stand, aber das hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. So, jetzt muss ich mit denen reden. Oh. Red Wedding fragt Cookies, aber ich habe eher so der Pate-Vibes gerade.
wie gesagt, dass ihr Kleid toll ist. Mhm. Sie haben das Kleid von einem Raubzug eingesammelt. Looted, of course. So, also die okay. Braut ist zufrieden. Das ist mal die Hauptsache. Alles andere ist nebensächlich. Jetzt ist. Okay, die Mutter der Braut ist auch nicht ganz unwichtig, mhm. ne? Okay. Sie mosert, dass ihre Tochter das falsche Kleid trägt. Und ja, das Stadttor von Baldur's Gate ist dann im Video zu sehen, hoffentlich. Falls es noch Szenen in der Stadt gibt. Ihr wisst noch nichts von diesem Let's Play. Es ist ein englisches D&D-Let's Play, in dem wir Heroes of Baldur's Gate spielen. Das ist das Pre-Sequel zu den Baldur's Gate-Spielen, also Spiel zwischen 1 und 2. Und es wird auf dem D&D-Twitch-Kanal laufen und natürlich bei uns, aber es gibt noch keinen Termin dafür. Keiner meiner Dekoration. Wir produzieren erst alle Folgen und dann werdet ihr da in den Livestream eingespeist, während Maggie sie live kommentiert, mhm. sozusagen. Mhm. Und ich glaube, es werden 6 oder 7 Folgen, 2 Stunden. Ne? Mhm. Besetzung ist Julia, Max, Eric, Jan und vielleicht tauche ich auch kurz auf. Und ich werde jetzt nicht mehr darüber erzählen, weil Eric hier im Chat ist und ich will ihn nicht spoilern. Also vergiss das mit dem Stadttor, es kommt kein Stadttor vor. Das Stadttor ist auch nicht relevant. Ich trete mit ihm und offensichtlich bin ich in jedes Fettnäpfchen getreten. Den Schmugglern geht es gerade nicht so gut. So, dann waren wir Freitagabend noch mit den Leuten von Dungeon Fog und World Anvil in einem Steak-Restaurant in Essen in der Innenstadt namens Pfefferkorn. Janet und Dimmi waren ziemlich überfordert von den sehr unhöflichen deutschen Bedienungen, die sie angekackt haben die ganze Zeit. Und wir haben viel über sie erfahren, ne? Mhm. Wo ich gar nicht weiß, ob man das so weitergeben darf. Dimmi hat mal Angelina Jolie berührt. Ja, weil er Rettungsschwimmer auf einer Yacht, wo irgendwie sie mit mehreren anderen Leuten irgendwie Urlaub gemacht hat. Und er hat sie massiert. Er hat ihr Sonnenmilch auf den Rücken aufgetragen. Das ist ja noch besser. Und das war so um 2000 rum, ja? Also Tomb Raider Angelina. Ich erfahre hier gerade romantische Hintergründe des Pärchens. Er wurde von ihrer Familie überfallen. Sehr romantisch. So war das halt früher, was? Wie heißt der Kontinent? So, jetzt habe ich mit einem geredet. Und Samstag war dann dein Horrortag, ne? Samstag wolltest du eigentlich nicht nur mal hin. Weil Samstag war... Weil wer da kommt. War der Tag, wo kommt... Ach nein, es ist unser allerbester Freund und der steht jetzt dumm in der... Ja, hier ist der Schmuggler und hier ist der Typ, den wir ruiniert haben. Okay, Red Wedding ist nicht so weit weg. Kann ich irgendwas machen? Ich glaube, du kannst gerade gar nichts machen, das ist ein Cutscene sozusagen. Mhm. Kannst du reinzoomen? Okay. Was ist passiert? Ich würde sagen, er hat sich in die Luft gesprengt oder so. Da steht's. When Martin got to me, it was already too late. A torch he'd tossed landed on the roof. The building would Ja, da würde ich aber sagen, nächstes Mal musst du mehr in den Brandschutz investieren. Das hatten wir völlig ignoriert. Martin's bandage slid off of his arm, revealing a tattoo. Okay, Martin ist in einem Geheimbund oder sowas? That would lead up to a series of unexpected events. Das Tattoo hat irgendwas ausgelöst, das war was? Meanwhile, the fire that was consuming the inn. Das ganze Dorf brennt scheinbar nieder. Ups. Oh nein, Rockbury's Vineyard brennt nieder. Okay. The Duke stood and watched the aftermath of his actions. His senseless revenge was devouring his family's estate. Na, das ist tatsächlich
schnell eskaliert. Wie Kaldarin schon bemerkt hat, ja. Martin und sein Neffe hatten auf dem Land, das dem Duke gehörte. Der alte Innkeeper wusste, dass, wenn sie sicher sein sollten, okay, jetzt müssen wir wohl bei Null neu anfangen, was? Ich schätze ja. Tja. Was ist das für ein Symbol? Ich hatte eben das Feuer angeklickt. So sah Martin bei mir die ganze Zeit aus. Ah, okay. Seine Mütze ist verbrannt, würde ich sagen. Ja. Und seine Haare. Und seine Finger? Nein. Finde ich aber das coolere Artwork. So. Das ist ja der Punkt, das haben sie offenbar jetzt noch reingepatcht. Tag vom Release. Mhm. Irgendwer hat sich gedacht, wir können das Spiel doch nicht veröffentlichen, wenn der Martin schon in dem Prolog aussieht, wie später. Der braucht doch erstmal so eine Kochmütze. Ich meine, sonst ist das doch nicht glaubwürdig, wenn die nicht verbrennen kann. Schau ihn dir an, ne? Da wird doch keiner sagen, ja, das ist ein Wirt. Die Leute werden nicht verstehen, dass er ein Tavernenwirt ist. Ich meine, er hat keine Schürze, er säubert keinen. Okay. Es ist einfach ganz sauber alles abgebrannt, oder was? Und ich muss jetzt mir Geld leihen. Mhm. Weil du keins mehr hast. Ist auch alles verbrannt. Aber wir sind jetzt... da ist die Bank. Und hier ist jetzt Crossroads. Wir sind jetzt woanders hingezogen, offensichtlich. Mhm. Ins Nachbarland schon? Nee, ne? Zoom nochmal bitte ganz raus, damit wir sehen, wie... Wie heißt der Kontinent? Delcris? Delcris. Okay. Untermarch ist der Böse, das böse Reich, ne? Und Jorvel. Deswegen klingt es ja, untermarsch, zu deutsch. Untermarsch. Ja, Samstag, wie war der für dich? Du wartest ein bisschen Panik davor, weil sich anbahnte, dass da 8000 Leute zuschauen würden bei D&D. Ja. Und dann auch noch ein zweiter D&D-Stream am Abend, wo du nicht sicher warst, ob wir den hinkriegen, weil das Hotel-WLAN einen Upload von 0,8 Mbit hatte. Janet war ja optimistisch. Wir haben mir gesagt, du kennst deutsches Internet noch nicht. Mhm. Und dann ist Hannes, Cosplay Hannes, eingesprungen, der in Essen wohnt und hat uns quasi eingeladen, bei sich und seinem Freund Jan den Stream aufzubauen. Hannes kennt ihr vielleicht als Captain Davenport aus unserem Space-Film oder als der Laper, der den Schurken gespielt hat auf der CCXP D&D-Präsentation. Dann lief es am Samstag eigentlich wie immer. Interviews, Livestream, noch mehr spontane Interviews, weil einem immer noch was einfällt, wenn man noch was fragen kann. Oder man wird noch von jemand angefragt, ob man ihn nicht auch noch interviewen kann. Und plötzlich war es 19 Uhr und wir wollten um 19 Uhr eigentlich schon bei ihm sein, weil er um 20 Uhr mit dem Techniktest starten muss. Aber dann war Janet weg, als wir los wollten. Yeah. Und dann hatte sie noch einen Termin und den konnte sie auch nicht unterbrechen. Und dann hatten wir Panik und ich bin schon mal zum Parkplatz gerannt und habe das Auto vorgefahren und habe auf dich gewartet. Und ihr kam mir nachgerannt, als der fertig war und da hatte sie irgendwas vergessen, die musste wieder zurück, jemanden getroffen, der auch nicht warten konnte. Dann waren wir irgendwie 5 vor 8 vor dem Haus von Hannes gestanden, wo eine riesen Baustelle war, keine Parkplätze, Warnblinker an und ist rausgerissen, hochgerannt, Greenscreen aufgebaut, Licht aufgebaut. Ja. Und wurden irgendwie genau rechtzeitig fertig, oder? Das war super. Und ihr hattet nichts gegessen. Nein. Deswegen und dann kamst du mit dem Essen rein, deswegen in dem Moment, wo wir soweit waren. Dann hatten wir Sushi bestellt, weil vorhin bis 9 hättet ihr essen können, ne? Und es kam irgendwie 9:10. Während ihr dann gestreamt habt, habe ich mit den beiden Modern Family und Love, Death and Robots auf Netflix geguckt. Das war auch ganz nett. Also es war eins meiner Messer-Highlights, ehrlich gesagt. Toll. Ich war einfach 3 Stunden auf dem Sofa sitzen und Serien gucken. Und danach haben wir Janet noch die Schrecken des deutschen Fernsehens gezeigt. Oh ja, das war... Ja, es war schon übel. Bemerkenswert. Wir dachten, wir saßen auch ein bisschen zusammen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich hätte mir mehr Geld leihen sollen. Ich glaube, ich hätte mir noch mehr Geld leihen müssen. Nico ist in Wirklichkeit Harry? Wer ist denn Harry? Maggie, wer ist Harry? Ich weiß es nicht. Okay, das müsst ihr jetzt erklären. Also,
Stagon, bitte. Wer ist Harry? Oder gibt es einen Harry irgendwie in dem D&D-Umfeld, den ich nicht kenne? Nicht, dass ich wüsste. Harry, der den Wagen vorfährt. Ach Gott, ja. Harry, ja. Ja, danke. Okay, Derek hatte ich tatsächlich irgendwie verdrängt inzwischen und... Harald Schmidt auch. Ja, also das Erste, was Janet vom deutschen Fernsehen mitbekommen hat, war auf Pro7 ein junger Mann, der seine Hand auf eine Herdplatte halten musste, während ein anderer junger Mann gleichzeitig ein überheißes Baguette aus der Mikrowelle gegessen hat. Und wer erst wenn das Baguette verschlungen war, durfte er die Hand von der Herdplatte lösen. Ich glaube, ich habe das vermasselt. Ja? Ja, ich kann mir kein weiteres Geld leihen. Und du hast schon so viel gebaut. Ja. Und du, okay, ja. Aber wir haben ja auch zum Highlight dieses Spiels für heute, denke ich, gespielt. Jetzt wird unser Onkel Martin halt den Rest seiner Tage in dieser Zelle zwischen Theke und Tischen und herlaufen. Und es ist ein tragisches Ende, aber es ist ein Ende. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Kannst du es nicht wieder als verkaufen und abreißen? Das war doch eine Option. Kriegst du doch 1:1 wieder, oder? Ja, und dann das war so ein Versehen. Dex fragt, ob wir sie vergraulen wollten. Das war aber nicht die Absicht. Also haben wir versucht, ihr irgendwie Arte und Dreisat und im ARD kam irgendwie diese Talkshow aus dieser Hafen. Ich habe nichts wiederbekommen. Nichts? Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht verwusst. Okay, jetzt. Das gab sicher ein Autosave, oder? Hast du irgendwann mal gespeichert? Wie heißt das? Hier, diese Talkshow aus dieser Hafenkneipe in Hamburg, wo mit den Fischerkören, egal, das lief da, also es war auch nicht besser. Und dann lief auf Arte irgendein Interview mit einem uralten Mann von der weißen Wand auf Französisch und das war auch nicht besser. Und dann schalteten wir irgendein drittes und da kamen Leute, die in Lederhosen rumgeschublattert haben und dann haben wir ausgemacht. Ja, das war alles schon sehr selten. Also haben wir beschlossen, dass wir bei unserer alten Fernsehgewohnheit bleiben und nicht mehr fernsehen. Und sie auch nicht damit infizieren. So, ich muss mir sehr viel mehr Geld leihen. Wir sind jetzt wieder an diesem Punkt. Ja. Ja. Und dann blieb nur noch der Sonntag. Also der Sonntag war verkürzt, weil wir um 4 gesagt haben, wir treffen uns im Hotel von Dungeonfog und nehmen da Worldbuilding-Videos auf. Das heißt, nach deinem Stream sind wir so schnell wie möglich abgehauen. Sind wir gegangen? Wir sind gegangen. Nee, aber das war ja auch nur einer von 2 Streams, denn um 11 hatten wir ja wiederum auf dem Messestream den 90 Minuten Pen and Paper Slot, der auch immer wieder umgeschmissen wurde, was wir jetzt eigentlich machen. Und das ist der einzige, der auf unserem Kanal lief und den wir auch auf YouTube schubsen. Ja, und zwischendurch haben wir noch was gemacht. Wir haben D&D-Minis versucht zu kaufen, kaum welche gefunden. Ja. Außer einer Lulu aus Avernus, die nicht bemalt war. D&D-Karten hast du gekauft. Du hast bei diesem All-World-Abstand eine Forbidden Lands Stoffkarte gekauft, die allerdings wirklich so klein ist, dass man sie nicht benutzen kann. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir haben bei dem Gebrauchtspielzeughändler aus Köln ein paar Klingonen gekauft. Worf und Gowron. So, und jetzt brauchen wir Wein. Oh, vielleicht brauchen wir tatsächlich erstmal Max. Ja, dann nach dem Dreh bei Dungeonfog haben wir Janet und Demi zum Flughafen gebracht und waren dann so um 9 wieder hier, noch ein bisschen geschnitten und dann umgefallen. Your employee is leveling up. Genau, mit Eric sind wir da noch ein bisschen über die Messe gezogen und haben über Star Trek gefachsimpelt. Auch ein Highlight. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, an welchem Tag das war. Ich glaube, es war Samstag.
stellen wir hier? Wir sollen Janet und Demi zu Heinzkorn einladen, damit sie mit normalen Deutschen zu tun bekommen. Und meint, es gibt einen Grund dafür, dass Netflix sich immer weiter verbreitet, im Gegensatz zum normalen Fernsehen. Und ich finde es eine Tragödie, ehrlich gesagt. Also ich. Meine Zwangsabgabe sehe ich ja teilweise noch ein für Dinge wie die Heute Show oder Deutschlandfunk. Ich glaube schon, dass ARD und ZDF was Sinnvolles damit machen könnten, wenn sie nicht die Hälfte für Verwaltungsapparate rausballern würden oder mehr. Oder sinnlose Projekte oder Sportlizenzen oder Volksmusik. Ich finde ja, sie sollten das Einzige machen, was sie immer noch ein wenig besser können als das Internet, nämlich, also was sie theoretisch besser könnten, nämlich Live-Sendungen. Auch wenn sie da auch keinen großen Vorsprung mehr haben, aber dieses Event gemeinsam, wie ich es aus den 80ern und 90ern als Kind kannte, dass man weiß, das halbe Land sitzt jetzt vorm Fernseher und guckt sich diesen Kram an. Ja. Ich meine, klar, ProSieben macht das ja, aber es ist halt trotzdem Dreck. Es muss ja kein Dreck sein. Also inzwischen kommt mir Wetten das ja wie hohe Unterhaltung vor. Ja, ich verstehe, was du meinst. So. Ich wünsche es mir echt zurück, weil immerhin war es teilweise spontan und es konnten unerwartete Dinge passieren. Klar, das war auch das Problem. Ist mir bewusst, müssen wir nicht drüber reden. Kaiderin hatte offensichtlich Spaß am Freitag. Joko und Klaas haben schon den Grimme-Preis bekommen, schreibt Ole Will. Ja, siehst du, ja, es gibt halt Nobelpreis, Grimme-Preis, was weiß ich, für einen Rollenspielpreis kannst du alles wegschmeißen. Tut mir leid. So, ich bin jetzt bald so weit, dass ich wieder was verkaufen könnte. Sag mal, ich meine, wo bleibt mein Bier? Raul guckt auch nur Zwangsabgabe TV, allerdings nur Nachrichten-Dokus und so. Hat er auch völlig recht. So. Dein armer alter Onkel muss das jetzt wieder ganz alleine schleppen hier. Wenn du von deinem Hochsitz aus zuschaust. Aber ich habe das Gefühl, du hast dich wieder ein bisschen festgebissen an dem Spiel und an den Herausforderungen, die es dir da hingeschmissen hat. Es war jetzt aber auch ein ziemlich drastischer Twist, oder? Also das abbrennt, ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Also dramaturgisch fand ich das ganz cool. Auch mitten während der Hochzeit. Schön erstmal in Sicherheit gewogen mit diesen ganzen belanglosen Gesprächen. Gewogen, gewiegt? Gewiegt. Ach, aktuell gibt es nur eine einzige Servant zu hiren. Das habe ich jetzt mal gemacht. Okay. Jargon hat Insider-Infos. Er war mit der damaligen Chefin vom Grimme-Institut in einer Sitzung und die war eigentlich okay. Naja. Ich habe den Grimme-Preis für Harald Schmidt ja noch nachvollziehen können damals, weil er zumindest ab und zu mal ein bisschen Kultur reingebracht hat in seinen Quatsch. Aber das wollte ja keiner sehen. Den Kulturkram? Ja, der ist ja total abgestürzt. Ja. Oh. Das war ja irgendwie traurig. Ich meine, ich... Leute können ja mal das Bier reinholen. Harald Schmidt muss ja ein sehr unangenehmer Mensch sein, aber ich mochte schon, was er gemacht hat. Ja, der war wohl schwierig zum Zusammenarbeiten. Ja. Apropos, Leute. Ja? Hier ist sauber, ja? Könnt ihr mal das Bier reinholen? Hast du ihnen das nicht sagen können? Ich habe gerade gesagt, sie sollen das verdammte Bier reinholen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass wir dieses Spiel so irgendwie eine Viertelstunde streamen. Jetzt ist es schon 9:30. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe mich vielleicht möglicherweise festgebissen. Muss ich jetzt echt einen Drudge anheuern? Wie wir die Ratskeller-Brettspieltische fanden und ob es andere Brettspieltische von anderen Herstellern gibt, die wir vielleicht kennen oder empfehlen. Und das waren die Tische, die es auch dabei bei dem Spielemesse-Stream gab, ne? Ja, das waren die aus dem Spielemesse-Stream. Aber es waren mindestens zwei größere Anbieter für Spieletische da. Ich kann dazu nicht sagen, die sind zu teuer, als dass ich mich jemals mit dem Gedanken getragen hätte, einen zu kaufen. Ich glaube nicht, dass wir damit was anfangen könnten, weil so wie wir unser Setup für Let's Plays haben, wären diese Einbuchtungen eher im Weg.
dann müssten wir wieder die Kamera direkt von oben aufs Geschehen richten, was ich nicht so schön finde. Ich mag den schrägen Winkel auf die Dungeons lieber. Mhm. Und ich glaube, diese ganzen Fächer, die da in die Tische eingebaut sind, würden niemals reichen, um den ganzen Krempel unterzubringen, den du brauchst. Mhm. Dann hauen wir ihn lieber in einem Berg neben dich in die Ecke. Die Beleuchtung ist ganz cool, aber ich glaube, das könnten wir auch selber hinkriegen. Mhm. Wir werden es im nächsten Studio sehen. Irgendwie? Ist das das falsche Fass oder was? Zwischen 4.000 und 8.000 Dollar kosten die Dinger. Ja, okay. Das würde ich dann lieber in eine bessere Kamera investieren oder richtig gute Beleuchtung oder keine Ahnung. Hier steht Bier. Ja. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir für heute aufhören. Kannst du diesmal einen Keller bauen? Ja, und die Wormwood-Sachen sind generell alle ziemlich cool, aber nicht mal das Nobelste auf der Con gewesen. Ne? Wir hatten eine Anfrage von einem polnischen Würfelturm- und Spielertaschirm-Hersteller, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht gemerkt habe. Der hatte auch einen Stand in Halle 6 ganz am Ende, also vom Eingang her gesehen, mittig am Ende. Darevi oder sowas? Darevi, ja. Ja. War sein erster Besuch auf das Spiel, sehr schmuckloser Stand. Und da selbstgemachte Holz-Spielleiter-Panels. Er hat uns vorher angeschrieben, ob wir irgendwie über ihn berichten können, Interview machen. Und dann stand er dabei, Spielleiterschirm, 70 Euro, Echtholz. Ich dachte mir erst, das geht ja noch, wenn man das haben will. Also ich würde es mir nicht kaufen für 70 Euro, aber ja, wenn man auf sowas steht, okay. Also mit diesen Inlays, dass du halt mit Magneten deine eigenen Sachen da rein kleben kannst. Aber das waren 70 Euro pro Panel. Wir wären also bei fast 300 Euro für einen vierpaneligen Spielertischschirm aus Holz. Das, nee. Er hatte aber auch gemeint, vielleicht können wir irgendwie eine Kooperation machen, dass er uns so Sachen schickt und wir dann drauf auf ihn hinweisen. Und das sind ja eigentlich genau die Sachen, die wir nicht machen wollen, dass wir tatsächlich Werbung für irgendwelche Produkte im Livestream machen. Ich weiß auch nicht, ob da am Ende irgendwer mit glücklich ist. Ein Review, klar, aber ich glaube, wir können ja nicht so eine Handarbeit-Ding für im Wert von 300 Euro können wir nicht annehmen. Ne? Und nur damit wir da ein paar Sätze zu sagen. Was willst du auch zu sagen? Also, das erschöpft sich ja in ein paar Sätzen, was du dazu erzählen möchtest. Oder? Ja. Mag ich sehr konzentriert auf das Spiel gerade. Ich hab mir da auch schwer getan. Es war wirklich das falsche Fass. Ernsthaft. Schwer getan in diesen Verhandlungen sozusagen mit dem Handwerker, oder was meinst du? Also ich rede jetzt von der Spiel, nicht von dem Spiel. So, Moment. Ja. Okay, ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan, irgendwie da... Okay, sie sind aus Holz. Sie sind nett, so funktionieren sie. Und wie spricht man denn an und wer glaubt hier, wer kauft die? Er sagte, er hat fast nichts verkauft auf das Spiel. Ne? Tat mir auch ein bisschen leid. Aber es ist halt echt viel zu teuer und ich... Ja, vielleicht, was meint ihr, Chat? Sollen wir dem eine Chance geben? Sollen wir da eins reviewen und... Was haltet ihr davon, wenn wir uns sozusagen mit solcher Ware sponsern lassen, dass die uns das schicken und dann steht es halt im Livestream rum, wenn wir D&D spielen. Ich würde jetzt deswegen keinen Link einbauen, aber wenn jemand fragt, kann man ja sagen, das ist von dem und dem. Ich finde das halt, ja, es ist halt schwierig, da eine Grenze zu ziehen, wann wird das dann eine Werbesendung. Ich will keine Werbesendung machen. Mhm. Wir wollen das unabhängig machen. Es ist was ganz anderes, wenn wir irgendwo eingeladen sind, bei Asmodee, bei Wizards D&D Streams und dann da als Spieler quasi eingekauft werden. Aber bei uns auf dem Kanal darf niemand uns irgendwie vorschreiben, was wir sagen oder wie wir mit den Sachen umgehen, die wir besprechen.
Und da muss man halt vorsichtig sein. Aber wenn er keine Ansprüche stellt und wir ihm damit helfen und wir dafür den Stream aufwerten, das ist halt auch wieder... Ja. Was für eine Review würde es denn werden? Wie viele Punkte bekäme sowas, wird gefragt. Ja, das ist die Frage, was würde ich denn einem hölzernen Spielleiterschirm für bei 4 Panels 300 Euro für eine Wertung geben? Ist der Preis-Leistung überhaupt noch mit einzubeziehen in die Wertung? Was würdest du sowas geben? Du hast ihn in der Hand gehabt, nee, du hast ihn angefasst zumindest. Es ist ein reines Luxusobjekt. Ja, ich finde es unglaublich schwer, das zu bewerten. Ich brauche kein Mensch. Du würdest das gleiche für 20 Euro bekommen aus Plastik. Ja, quasi. Das ist also, es ist wirklich was für... Es ist ja so, nicht, es ist ja durchaus so, dass es inzwischen diese High-Profile-Gamer gibt. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass ein Joe Manganiello oder sowas sich gerne sowas hinstellt. Aber ich weiß nicht, wie viele von solchen Leuten auf einer Messe in Essen auftauchen. Was ist der Unterschied zu Rezensionsexemplaren? Dass die nicht mehrere hundert Euro kosten für gewöhnlich. Nein, das ist der Punkt. Wir haben ja so eine Art Chronistenpflicht. Ne? Wir nehmen das ja ein bisschen ernst. Das heißt, wir versuchen, auch wenn das eine unmögliche Aufgabe ist, eine Übersicht zu bieten über das, was der Rollenspielmarkt bietet, was für Bücher erscheinen. Und wir wollen euch auch zeigen, welche wir davon gut finden und welche nicht. Mhm. Natürlich schaffen wir das nicht. Und wir schaffen es jedes Jahr weniger, weil es immer mehr Zeug wird und immer mehr Crowdfundings. Aber wir versuchen, die wichtigsten Sachen zu machen. Deswegen haben wir so für uns die Philosophie, wir machen halt DSA, D&D, Shadowrun, Cthulhu und versuchen dann noch das Ganze mit ein paar Indies zu würzen oder anderen Systemen, die halt groß werden, wie alles, was Free League macht oder Hey, das soll hier nicht in den Tresen. Oder Numenera. Und natürlich auch immer vor allem die Sachen, die wir mögen, klar. Also ich denke, wenn sich jetzt rausstellen würde, dass die Mainstream-Sachen im Rollenspiel genau die Sachen sind, die wir total kacke finden, dann würden wir wahrscheinlich irgendwann damit aufhören. So, das heißt, natürlich können wir uns die Sachen auch nicht alle kaufen, das können wir uns nicht leisten, auch mit Patreon nicht. Und deswegen nehmen wir natürlich jetzt dieses Exemplar für DSA und D&D und was weiß ich für Bücher. Aber so ein Luxusprodukt ist einfach nicht zu vergleichen damit. Das brauchen wir nicht, um unseren Job zu machen. Deswegen haben wir auch vor Jahren schon zu Leuten wie Get Digital gesagt, bitte schickt uns nichts mehr. Wir haben das vielleicht ein bisschen aggressiv gesagt, nämlich in einem Spoof-Video, wo Anselm eines ihrer Produkte kaputt gemacht hat. Das kam nicht bei jedem gut an, weil wir einfach genervt waren von Dingen, die wir geschickt bekommen haben, teilweise ungefragt, wo einfach nur erwartet wurde, dass wir sie halt in die Kamera halten und dann irgendjemand fragt, was ist denn das, über die man aber nichts sagen kann. Weil sie einfach nur dumme Gadgets sind, die keinen Nutzen haben. Splittermond wird noch gefragt. Ja, Splittermond ist natürlich etwas, das bei uns leider zu oft hinten runterfällt. Aber wir haben hier einen riesen Stapel Bücher von der Spielemesse mitbekommen. Von der Hamburger schon. Und werden auch über die reden. Ich kaufe mir hier gerade neue Sachen. Noch ganz viele. Ja, ich kann Karten anlegen. Das ist ja super. Kannst du mal den Chat ein bisschen hochscrollen? Der war jetzt zu schnell, dass das ist. Das ist meine Brille mit deinem Headset zusammengestoßen. Entschuldige. Gin42 meint, ich habe das Gefühl, dass ihr es gar nicht wollt und nicht glücklich sein würdet im Nachhinein. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber ich will ja auch nicht... Das war ja super nett, der Typ, ne? Der wirkte wie jemand, der halt so ein Startup hatte und jetzt verzweifelt versucht, irgendwie den Leuten zu zeigen, was er da Schönes hat. Und uns da so eine Hoffnung sah. Aber wir haben ja natürlich auch ein Interview mit ihm gemacht und ich finde, das reicht dann auch aus. Ja. Also, weil schon das Interview ist halt, da kann man auch schon jemand sagen, okay, warum, wo ist jetzt der Mehrwert, dass wir jetzt über Luxus-Würfeltürme reden und Luxus-Spielleiterschirme. Ich weiß es. Vielleicht wollen die Leute hier Luxus-Spielleiterschirme und hätten sonst nicht gewusst, wo sie sie herbekommen können. Luxuszeug, das die Welt nicht braucht als eigene Rubrik. Müsst ihr permanent erwähnen, was es ist oder Inhalt benutzen und ihn nicht erwähnen. Ja, klar. Eins der D&D-Regelbücher kostet auch 150 Euro. Und die haben wir uns auch tatsächlich, obwohl wir
sie von Ulysses zugeschickt bekommen haben, nochmal auf Englisch gekauft. Als Belohnung für einen abgeschlossenen, wirklich größeren Job. Du, es ist schon gut, dass du die auf Englisch hast. Mhm. Und die Luxusversion ist auch nicht teurer gewesen, großartig, als die deutsche. Nee, die muss man halt nur irgendwo herbekommen. Luxuszeug als Rubrik, das ist eine schöne Idee eigentlich, ja. Mhm. Er meinte dann, er hätte in Polen, wo er herkommt, war Polen, ne? Mhm. Ein YouTuber, der eine Reichweite hat wie wir und der für jede Review irgendwie 5000 Euro nehmen würde, was ich für einen Übersetzungsfehler halte. Ich bin mir sicher, er meinte 5000 Zloty oder sowas. Weil, entschuldige mal. Mhm. Also, was wären das dann? Immer noch 1000 Euro? 500 Euro? Also, ich kenne YouTuber, die das so machen. Auch in unserer Größenordnung. Die sagen, ich mach nur eine Review, wenn ich dafür bezahlt werde. Und dann sind das, was ich gehört habe, ich nenne auch keine Namen, sind das in so 500.000 Euro Bereich. Und ich finde das halt einfach, das geht einfach nicht. Zumindest nicht, wenn ich es als Review bezeichne. Wenn ich dann Werbesendung einblende, ist es okay, aber das wollen wir halt nicht machen. Und ich bin schon überlegen, wenn ich immer bei uns einblenden, keine Werbesendung, ne? weil der Vorwurf ja immer wieder kam, weil wir eben diese Nähe zu den Verlagen haben. Ich weiß, das Thema kommt immer wieder, hat Raul auch gerade schon gemerkt. Aber der Vorwurf kommt halt auch immer wieder. Und wir könnten wirklich eine Menge Geld machen, wenn wir wollten, wenn wir das drauf anlegen würden. Wir wurden auch schon mehrfach gefragt. Asmodee zum Beispiel, das darf ich glaube ich sagen, hat gefragt, ob wir bezahlte Präsentationen machen. Die haben jetzt nicht gesagt, sie wollen, dass wir die Leute anlügen, dass es eine Review wäre. Sie wollten einfach nur wissen, was es kostet. Das ist Jahre her. Also ich glaube, die Personen arbeiten auch gar nicht mehr. Was es kosten würde, rein theoretisch, wenn man bei uns sowas schalten würde. Und ich habe gesagt, machen wir nicht. Und gerade deswegen regt es mich halt immer wieder auf, wenn uns das unterstellt wird. Also ich glaube, die Einblendung, das hier ist keine Werbesendung, die werden wir irgendwann machen. Hey, du darfst ein Bett reinstellen. Ist das für deinen Onkel, für dich oder für die Gäste? Das ist für die Gäste. Mhm. Und direkt das Noble. Und das hier ist... Ein Nachttopf. Okay. Ich habe wieder eine Frage, was die Preisgestaltung des Spiels angeht. Mhm. Das Bett kostet 250 Euro. In der teuersten Variante. Mhm. Und der Nachttopf kostet genauso viel. Ja, und der ist aber auch wichtig. Jetzt möchte ich aber bitte, dass der sich selber leert. Wenn ich jetzt jemandem sagen muss, bitte leer den Nachttopf der Gäste. Bei dem Preis, ja? Also da passt hoffentlich ganz viel rein oder da ist ein Mikro drin, das es zersetzt oder direkt irgendwie so Bill Gates-mäßig in Wein verwandelt. Das wäre okay für das Geld. Mhm. Wie kann ich jetzt rein theoretisch dann diesen Raum vermieten? Also er hat das Bett erst gebaut, bevor er den Raum gebaut hat. Das ist interessant. Ja, Prioritäten. Gondokralle meint, es ist egal, was wir einblenden, es wird immer jemand meckern. Das stimmt natürlich, ja. Jargon meint, wenn man bedenkt, was man so alles im Jahr für andere Rollenspielsachen ausgibt, sind 300 Euro für den Splitterschirm gar nicht so übertrieben. Das stimmt ja auch. Er steht ja auch die ganze Zeit da auf dem Tisch. Bei den Modularen kannst du ja immer den benutzen. Wir wechseln natürlich immer je nach System durch. Also ich stelle dann lieber den DSA oder D&D-Schirm hin, ehrlich gesagt. Mhm. Okay, ich weiß nicht. Snuffelhasi meint, wenn wir den Schirm eh nicht kaufen würden, dann ist es ja auch seltsam, dafür Werbung zu machen. Ja. Mhm. Wie gesagt, wir wollen keine Werbung dafür machen. Aber vielen Dank für diese Beratung. Das ist für mich sehr wertvoll zu wissen, wie ihr das denkt, weil ich drehe mich da immer im Kreis mit meinen Gedanken. Ich will ja nur allen recht machen. Auch morgen bei Steam durch die Decke gehen, ohne dass wir einen Cent bekommen. Ich hoffe, dafür gibt es andere Gründe. Der ist schon live, ne? Den kann man schon kaufen. Mhm. Ja, genau. Ich nehme mal an, das war sehr ironisch gemeint. Was wir hier tun, schreckt wahrscheinlich eher ab. Hallo Runestamp. Am besten macht ihr Werbung für Keks, die mag jeder und da wäre euch auch keiner böse. Hm? Okay, dann müssen wir jetzt nur noch eine Keksfirma finden, die uns dafür Geld gibt, dass wir ihre Kekse im Livestream essen. Und möglichst sollten es weiche Kekse sein, damit sie den Ton nicht so stören. Mhm. Also bitte Empfehlungen für weiche Kekse an uns. weiche Kekse können wir auch ein Format nennen, das würde sehr gut passen.
Käsekuchen nehme ich auch, sind ja im Grunde auch weiche Kekse. Jetzt habe ich Bock auf Käsekuchen, verdammt. Das tut mir leid. Weil wir hatten schon Quark heute. So. Wie lange es jetzt wohl dauert, bis dieses kleine Dings... So viel abwirft wie dein größeres Dings vorher? Mhm. Hm. Quite a bed. Can't go wrong with this bed. You can't go wrong with any bed. But this type in particular. Sehr schön. Kaldagin sagt, er hat einen weichen Keks, ob das zählt. Ja, das qualifiziert sich für unser neues Format, die mit dem weichen Keks. Ein Format, in dem wir Kekse essen und Luxus-Rollenspiel-Accessoires vorstellen. Das wird jetzt zusammengelegt, okay? Ja, natürlich. Ich dachte, das wäre der Konsens im Chat gewesen. Und dass wir es nicht allen recht machen können. Oder es einfach aufgeben sollen. Das wird dann nämlich auch immer das Fazit bei jeder Bewertung sein. Wir geben keine Wertung und geben es auf. Ja. Nur der Keks. Der bekommt immer 10 Punkte. Welcher Keks ist das Einzige, was 10 Punkte? Welche Keksfirma wäre überhaupt tatsächlich in Ordnung? Für welche könnte man denn Werbung Alderin machen? Alderin sagt, yes, ich habe einen Wormwood Dice Tray, das kann ich mitbringen. Das tut der eh. Stimmt. Erfahrungsgemäß. Ja, der Luxusspieler hier, toll. Ja. Die meisten unserer Spieler haben luxuriösere Dice Trays als wir. Ja, das ist ja okay. Dafür haben wir mehr. Wir müssen ja auch das Studio. Was? Letztes Jahr gab es Platinwürfel für einen vierstelligen Betrag pro Stück. Okay. Stell ich mir nicht so praktisch vor. Nee. So, also wenn ich bin jetzt irgendwie. Ich wüsste, wie dieser blöde Raum auch vermietet werden kann. Ich hatte hier eigentlich gewählt. Dass ich ihn... Okay. Vielleicht will ihn einfach keiner haben. Vielleicht will einfach keiner diesen Raum haben, weil er einen halben Stern auf Google bekommen hat offensichtlich. Oh, ich muss ein Klo bauen. Ach so. Da unten. Ja, genau, baust direkt neben. Genau. Baust, das ist eine super Idee. So, geht hier hin pinkeln. Weißt du, was clever wäre, wenn das Banditenlager direkt neben dem Pub wäre und du würdest das Klo neben das Banditenlager bauen, dann können die immer deine besoffenen Kunden überfallen und werden wieder glücklich, was sie ja eben nicht waren. Ich muss Lagerzeugs bauen. Aber gib's zu, du hast Spaß mit dem Spiel, oder? Ja, seltsamerweise. Oh, Mist. Jetzt hast du es hinter die Tür gebaut, oder? Mhm. Seltsamerweise. Aber ich denke, lange werden wir nicht mehr machen. Ich heiz schon mal den Backofen vor. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht doch Pizza? Das kannst du dir noch überlegen. Der Backofen muss für beides vorheizen. Küchentipps von Chef Mendrick. Ja. Sowohl für Laugenstangen als auch für Tiefkühlpizza muss der Backofen vorgeheizt werden. Ich habe mal Wasser anbrennen lassen. So, das ist jetzt ein Lagerraum. Ich habe das Bett wieder verkauft. Das wollte offensichtlich ja eh niemand. Nikos Kochstudio wann? Fürchte vermutlich niemals. Jetzt soll ich. Ich habe gerade mein Gästezimmer verkauft. Verkauft? Ich dachte vermietet. Hm. Wir haben auch noch was bekommen auf der Konferenz. Ja, wir haben viele Leute getroffen, die uns Dinge gegeben haben, zum Beispiel Eulenpuzzle, Raya-geweihte Miniaturen oder Chili von Big Bear und Debbie. Mhm.
Feuerbär 2 und die Sorte abgefüllt am 21.10.19. Ah, ne, hier, Applebär 2. Mhm. Und wir dürfen uns nicht von diesen Marmeladengläsern täuschen lassen, wenn es aufs Brot streichen. Ja. Hast du noch irgendwas gekauft, was wir vergessen haben zu erwähnen? Hast du schon die Tau-Landschaft erwähnt? Nee. Da siehst du mal. Mike hat ein Tau-Gebäude, ein Fake, also ein nicht lizenziertes Tau-Gebäude gekauft für Warhammer. Sehr schick. Okay, Runestorm fragt nochmal, was ist das genau für ein Spiel? Baut man da nur ein Inn oder baut man mehrere? Also schon das zweite. Ja. Also, aber jetzt bauen wir, glaube ich, die richtige, die Crossroads Inn. Also im Grunde ist es Theme Tavern, oder? Mhm. Ja, eine Rollenspiel-Kochshow haben wir auch schon überlegt. Im neuen Studio haben wir dann auch dafür so eine Theke, wo man sich mit der Kamera davor stellen kann. Dann laden wir einfach die Leute im Freundeskreis ein, die kochen können, wie zum Beispiel Jörg. Und dann kochen wir Nerd-Kochbücher nach, so wie das Walking Dead Kochbuch und das gab es wirklich, ne? Ja. There's too little food to feed all the patrons. Ja, es gibt kein Essen, weil es überhaupt kein Essen gibt hier. Oh. Und ja, klar, es gibt natürlich ein Skyrim-Kochbuch. Wir haben jetzt Geld bekommen. Das macht doch. Ich glaube, es gibt ja auch Rezepte in Skyrim, oder? Die man finden kann. Und den Elder Scrolls spielen. Guck mal, das ist jemand auf dem Klo. Höhö, mit offener Tür. Ne, sitzt aber nicht so richtig. Also, da muss er noch. Ah! Muss er noch lernen. Mach mal die Tür zu, du. Also, hallo? Okay. Fertig, ja? Okay, Hände gewaschen. So, ich glaube, ich kann jetzt bei der Bank zurückzahlen. Ich hätte gerne ein Masters of the Universe Kochbuch oder ein Transformers Kochbuch. Das macht am allerwenigsten Sinn. Your reputation is improving. Okay, ich baue dann jetzt tatsächlich mal einen Schlafraum. Ich habe das Gefühl, du wirst noch lange spielen. Ich muss dazu sagen, es gibt diese PR-Agentur, eine der wichtigsten PR-Agenturen in Deutschland, Marschreiter, mit denen wir früher sehr viel zu tun hatten, als wir noch bei Computec waren. Und die auch für Daedalic die PR für unseren Film Jurassic Road übernommen haben. Und die schicken uns sehr, sehr viele Steam-Keys zu. Oder fragen, ob wir welche haben wollen. Und diesen hier haben sie ungefragt geschickt. Den haben sie, glaube ich, jedem geschickt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so viel Spaß damit haben würde. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja, ich dachte halt, die sind sehr verzweifelt und ballern mit diesen Keys um sich. Und jetzt ist das offenbar ein gutes Spiel. Ich bin sehr verwirrt. Ich habe nichts erwartet. Aber jetzt ist es halt eben, ich mag solche kleinen, organisierte, deine wuseligen Leute-Spielchen. Die haben uns auch den Key für Deliver Us the Moon und Moons of Madness, da kommen wieder spannende Menschen, geschickt. Und das ist das, was wir wahrscheinlich, angerempelt, was wir wahrscheinlich an Halloween spielen werden, oder? Denn Halloween übernehmen wir jetzt für die Jule, die wegen ihrer Halloween-Party, zu der wir theoretisch eingeladen sind, aber es nicht hinschaffen, nicht streamt. Also der Donnerstags-Stream von Jule diese Woche findet nicht statt. Wir übernehmen und machen aber keine Late-Night-Show, wie wir es ursprünglich vorhatten. Wir wollten ja eigentlich jeden Donnerstag um 21.30 Uhr die Late-Night-Show live streamen, wenn Jule fertig ist. Das ist, glaube ich, diese Woche ein bisschen witzlos, weil wir ganz viele Late-Night-Show-ähnliche Videos von der Spielemesse hochgeladen haben. Also machen wir einfach das, was Sinn ergibt und spielen an Halloween gruselige Spiele, die hier rumliegen und die wir sowieso schon streamen wollten. Und das eine ist Cthulhu auf einer Mondstation, das andere ist andere Dinge auf einer Mondstation. Guck mal, da liegen Leute in meinen Betten. Das wolltest du eigentlich nur erreichen, ne? Jetzt kannst du hingehen und den Kuscheltier wieder reinstecken.
Ich hoffe, wir sehen nicht noch, wie sie den Nachttopf benutzen. Wenn sie das ungefähr so zielgenau machen wie die Leute auf meinem Klo. Ja, wenn sie schon keine Kotzeflecken haben in dem Spiel. Könnte ich dich sogar noch mehr Betten bauen? Dex schreibt Nutella-Glas-Tarnen für Lab-Anfänger und Profis. Schön. Spooktober mit Orkenspalter TV, genau. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, Willen des Wahnsinns gestreamt. Oder vorletztes Jahr an Halloween. Das wäre natürlich auch mal wieder was. Die schlafen ja immer noch. Mhm. Und ja, ich denke, diesmal wird es Moons of Madness. Du hast zumindest einen Trailer gesehen bisher. Wie findest du es denn, was dich da erwartet hast? Es sah ganz nett aus. Ich mag nahe Zukunft Situationen, also nahe Zukunft Science Fiction. Aber es war auch sehr, der Trailer war halt auch sehr in your face, was den Grusel angeht. Da gab es dann direkt unglaublich viele Tentakel und man musste wegrennen und alles. Spukenspalter TV. Hm. Ja, dann freue ich mich schon drauf. Also das würde ich dich gerne spielen sehen. Ja, jemand, ein parfümierter Brief. Uhu. Ich habe gehört, sie haben eine neue Kneipe eröffnet. Sie wollen hier, aber sie will hier auch unterkommen. Ah! Und mit diesem Cliffhanger... Das ist jetzt wirklich ein Cliffhanger. Mhm. Okay, du hast 22 Gulden bekommen. 22.000 Gulden. 22.000,0 Gulden. Ja. So, jetzt müssen wir auch dann dringend anbauen, würde ich sagen. Hast Hilfe. Du neue, kannst du neue Gegenstände, neue Möbel bauen für die Edeldame hier? Ich kann auf jeden Fall einen Privatraum bauen. Ja. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Mairi versucht, sich als Barkeeper. In der sich diese Taverne in eine Raumstation verwandelt haben wird. Livestream von Julias Party schreibt Dex, aber das war, glaube ich, nicht im Sinne ihrer Gäste. Deswegen ist das, so wie ich das verstanden habe, nicht der Plan. Kann man ein zweites Geschoss draufsetzen? Und ja, das müsste kann gehen, man. Aber ich denke, dafür bräuchte man auch eine Treppe. Und was wir diese Woche auch noch ganz dringend machen müssen, ist in Terminator gehen. Ja. Yeah. Denn da spielt Mackenzie Davis mit. Und alles ist besser. Alles ist besser mit Mackenzie Davis. So, ich habe hier das beste Bett hingestellt. Dein Ankleidespiegel. Und sie kriegt sogar einen Nachttopf. Jetzt muss ich nur noch kommen. Gut, dann würde ich sagen, beende ich das mal. Und Zilbor schreibt noch, weiter geht's in der nächsten Folge, wenn wir Maggie und Nico wieder sagen hören. Ach du meine Güte, meine Kneipe brennt. Ich wollte es nur allen recht machen. Okay. Macht's gut, Leute. Tschüss und gute Nacht.